Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 12. Vorlesung Energie und Klima im Sommersemester 2021 im Master und Bachelor und Bachelor of Education Kurs in der Physik der Uni Konstanz. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten, die Uni ist zu für die Studierenden und ich mache hier wieder ein Video. Und wir sind schon ziemlich weit vorangekommen in unserer Vorlesung. Hier ist mein Plan, was ich eigentlich machen will. Und das sieht so aus, als wäre ich fast in der Hälfte, stimmt aber nicht ganz, weil der Klimateil, der ist auch noch mal ziemlich umfangreich. Also ich hatte da über Energieträger ziemlich lange gesprochen, also wie lange reichen denn die großen fossilen Energieträger, Gas, Kohle und Öl und auch die Kernbrennstoffe, Uran und Thorium. Dann ein bisschen was über Wärmekraftmaschinen, dass man also nur einen Teil der Wärme aus der Verbrennung von chemischen Energieträgern überhaupt in Strom, also in Arbeit umwandeln kann. Dahinter steckt so ein Naturgesetz, das ist der Carnot-Wirkungsgrad. Und dann habe ich in der letzten Stunde ausführlicher über Kohle- und Gaskraftwerke geredet und auch die Rolle dieser Kraftwerke, speziell der Gaskraftwerke bei der Energiewende. Also der Begriff Grundlastfähigkeit ist da sehr wichtig und bin dann am Ende der letzten Doppelstunde darauf eingegangen, dass die Kernenergie global wieder ein bisschen mehr in den Fokus des Interesses gerückt ist, zum Beispiel von der Biden-Harris-Administration, also der Regierung in den USA, die eben die Stromerzeugung CO2-frei machen wollen und dazu brauchen sie eben grundlastfähige Kraftwerke und das könnten eventuell dann eben neuere Typen von Kernkraftwerken sein. Und da gibt es eine ganze Menge Ideen, was für neue Kernkraftwerke es geben könnte, also in China und auch in den USA und auch in anderen Ländern. Aber ich will jetzt im Folgenden nur die Grundprinzipien der Kernspaltung erklären und kann unmöglich auf die vielen neuen Typen eingehen. Das ist zu viel. Aber ich habe in der Kernphysik-Vorlesung im letzten Winter, also vor einem halben Jahr ungefähr, zwei Specials gemacht, also zusätzliche Vorlesungen über neue Kernreaktortypen. Und in der zweiten Hälfte dieser Stunde jetzt werde ich auf die Fusion eingehen. Und da gibt es auch ein paar interessante Neuentwicklungen. Also jetzt Kernkraftwerke, Grundprinzipien und dann die Fusion. Ja, hier ist nochmal mein konkreter Plan, also das, was ich wirklich geschafft habe. Also letztes Mal Kohle, Gas und Kernkraftwerke, die Einleitung. Heute Kernkraftwerke, Grundprinzipien und dann die Fusion. Kurze Bemerkung noch, also ich wollte ja so Zusammenfassungen machen dieser großen, umfangreichen Vorlesungen für Laien speziell. Und das werde ich jetzt nicht schaffen, weil es einfach zu viel Arbeit ist, parallel diese kürzeren Videos zu machen, die dann speziell noch für Laien zugeschnitten sind, sondern ich mache das als Sommervorlesung in diesem Jahr, also 2021 im Sommer, Energie und Klima. Und das findet man hier auf meinem privaten YouTube-Kanal. Okay, also wir fangen jetzt mal an mit den Kernkraftwerken und zwar den Grundprinzipien. Was ist die Idee eines Kernkraftwerkes? Zunächst mal hier wieder so ein Wikipedia-Bild. Das ist ein typischer Druckwasserreaktor. Es gibt in Deutschland und auch in Europa und auch in den USA eigentlich zwei sehr gängige Typen von Reaktoren. Das ist der Siedewasserreaktor. Da siedet das Wasser eben drin. Das macht also einen Phasenübergang in der Brennkammer, also da, wo die Kettenreaktion stattfindet. Und dann gibt es den Druckwasserreaktor und der hat zwei Kühlkreisläufe. Das ist aber jetzt eigentlich nur ein Detail. Das Wesentliche ist hier erstmal der Aufbau auf der rechten Seite in diesem Bild ist der gleiche wie bei einem Kohlekraftwerk, zumindest im Grundprinzip. Wir haben also hier irgendetwas in diesem Reaktor Druckgebäude oder in diesem Sicherheitsgebäude, das hat da so eine besonders stabile, das ist diese typische Eiform, ja, das sieht man schon in der Landschaft, da ist ein Kernreaktor, das ist diese runde Kuppel aus Beton mit einer sehr dicken Wandung und die soll eben im Fall, dass da irgendein Unfall passiert, die Radioaktivität als letzte Barriere zur Umwelt eben daran hindern, in den Außenbereich, in die Umwelt zu gelangen. Also das ist das Reaktorsicherheitsgebäude aus Stahlbeton, druckfest und was nicht alles und da drin findet die Kettenreaktion statt. Und die Kettenreaktion, die Kernspaltung setzt einfach Energie frei. Genauer gesagt kann man sich das so vorstellen, dass so ein Atomkern, das ist ja so eine positiv geladene Kugel, die etwa zur Hälfte aus Protonen und zum Rest aus Neutronen besteht. Wenn ich die halbiere, dann schießen die beiden Hälften auseinander, weil sich gleichnamige Ladungen abstoßen. Ja, wir haben dann zwei positiv geladene Kügelchen. Wenn ich den halbiert habe, den Kern ungefähr halbiert, ist nicht genau symmetrisch, also sind nicht gleich groß, aber so ungefähr gleich groß. Und dann stoßen
die sich ab. Und diese schnelle Bewegung der Atomkerne, schnelle Bewegung im atomaren Bereich, das ist einfach Wärme. Das heißt, die werden dann gebremst durch Stöße mit dem in diesem ganzen Innenbereich, mit allen möglichen Atomen, speziell auch mit dem Kühlwasser, und erhitzen das Kühlwasser. Und das Kühlwasser ist hier, das ist, hat erstmal eine wichtige Funktion, es ist der Moderator, aber da kommen wir gleich noch zu, und es ist eben der Wärmetransporter. Das heißt, hier haben wir diese Brennstäbe, und da gibt es von oben noch sogenannte Steuerstäbe oder Steuerelemente, mit denen kann ich die Intensität der Kernreaktion, dieser Kettenreaktion steuern und sie möglichst, also ich kann die Leistung ein bisschen einstellen oder auch, wenn ich die ganz einfahre, die Kettenreaktion zum Abbruch bringen, weil das sind Neutronen absorbierende Materialien. Ich fahre die rein und dann stoppt die Kettenreaktion. Okay, das sind die Steuerelemente, aber hier findet also diese Kettenreaktion statt. Hier wird also einfach bei einem 1 Gigawatt elektrische Leistung Kernreaktor, und das ist so die typische Größe, da werden 3 Gigawatt thermische Leistung frei, weil diese Reaktoren hier mit der ganzen Umwandlung, die haben eben nur 30% Wirkungsgrad, und die restlichen 70%, die gehen hier als feuchte, warme Luft, steht hier, gehen einfach nach oben, das sind diese weißen Dampfwolken, das ist einfach verloren gegangene Wärme, die eben so niedriges Temperaturniveau hat, vielleicht 50, 60 Grad Celsius, was schwierig zu nutzen ist. Ja, also hier wird die Wärme erzeugt, dann gibt es also hier einen Wärmetauscher, sodass also möglicherweise kontaminiertes Wasser, nämlich das Kühlwasser aus der eigentlichen Kettenreaktion, immer im Reaktordruckgebäude bleibt. Hier haben wir einen Wärmetauscher, und hier haben wir dann die typische Umsetzung einer Dampfturbine, das heißt kaltes Wasser, Speisewasser, das wird hier reingedrückt. Hier haben wir die Sekundärkreislaufwasserpumpe, das hatte ich beim Kohlekraftwerk erklärt. Hier wird es also hochgedrückt auf diese 300 Bar oder 200 Bar oder was es hat, und geht dann hier in die, wird erhitzt, dann haben wir hier irgendwelche 500 Grad Celsius und den gleichen Druck natürlich, geht dann auf die Hochdruckturbine, Niederdruckturbine und so weiter, das ist der Generator, und dann der Kondensator, den Phasenübergang, die von gasförmig nach flüssig dann wieder zurücknimmt, und hier wird eben diese ganze Kondensationswärme frei, die wir nicht nutzen können. Also der ganze rechte Teil ist der gleiche wie beim Kohlekraftwerk, aber die Wärmequelle ist eine andere, und das ist die eigentliche Kettenreaktion. Und ich will jetzt eben nicht auf solche Details wie den Unterschied im Design zwischen Siede- und Druckwasserreaktoren eingehen, sondern nur das Grundprinzip erklären. Interessant ist hier dieser Kamin. Also die Kernenergie ist ja eigentlich CO2-frei, und da verbrennt auch nichts, obwohl man immer brennen sagt. Man meint aber damit eigentlich diese Kernreaktion, also die Kernspaltung. Da brennt nichts im chemischen Sinn. Es entstehen auch keine Abgase, es entstehen Spaltprodukte. Also die bleiben aber da drin, das sind auch Metalle, die halbierten Kerne sind typischerweise auch Metalle, die einfach dann in den Brennelementen sich mit der Zeit immer mehr anreichern, also sozusagen die Asche der Kernspaltung. Die kommen aber nicht raus, also jedenfalls sollten sie nicht rauskommen. Also wozu dann dieser Abluftkamin? Da hatte ich mal gefragt, wozu eigentlich ein Kernkraftwerk einen Schornstein hat. Und da ist es so, dass eben eventuell bei kleineren Umfällen, dass da ein bisschen Radioaktivität austreten könnte. Und dieser Kamin ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn es also notwendig ist, tatsächlich ein bisschen radioaktiv belastete Luft abzulassen, was also natürlich ein Störfall ist, ein schlimmer Störfall, dass man das über diesen hohen Kamin macht, damit es dann verteilt wird und nicht die Leute unten am Boden, also sich verteilt in der ganzen Umgebung, verdünnt, damit nicht die Leute unten am Boden betroffen sind. Das ist die Idee. Weiterhin hat das Ding natürlich eine Lüftungsanlage und sowas alles. Okay, also das ist ein bisschen seltsam, dass die diese Schornsteine haben, aber die sind wirklich nur für den Notfall gedacht. Also die Wärmequelle ist das Interessante und die eigentliche Physik dahinter. Also wenn man die... Die Wärmequelle ist also das eigentlich Interessante und die Physik dahinter, wenn man also die Physik dieser Umwandlung von heißem Wasserdampf in Arbeit, in elektrische Energie, wenn wir das schon verstanden haben. Gut, also jetzt die Grundlagen der Kernspaltung in einer Kurzfassung. Zunächst mal die Vision. Es gab da, wann war das, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es diese Vision ohne Ende Energie. Und das ist ja ein Traum. Und wir werden jetzt im Jahr 2021... in einigen Ländern, also vor allen Dingen in den Industrieländern, die Energiewende durchführen müssen. Also wir werden umsteigen auf die erneuerbaren Energien, und welche erneuerbaren Energien das sind, das werde ich dann in den nächsten paar Stunden näher erklären. Da gibt es also vier große. Das ist die Wasserkraft, die Windkraft, die Sonnenenergie und es ist die Biomasse.
Und Wind und Sonne, die sind eben fluktuierend, die sind instabil, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ne? Also nachts hat man zum Beispiel keine Sonne. Und insgesamt sind diese Energien jedenfalls nach heutigen Maßstäben eher knapp. Das heißt, ein solcher Umstieg ist auch eine Energiespargesellschaft. Und das könnte zu doch drastischen Einsparungen oder gibt dann Veränderungen in unserem Alltagsleben. Und damals hatte man aber die Vision, man entdeckt jetzt eine neue Energiequelle, die Kernspaltung, und da hätte man noch viel, viel mehr Energie als nur mit Kohle, Erdgas und Erdöl, und das über Jahrzehntausende. Und zwar ist der Grundgedanke ist der, dass man hier eine neue Naturkraft eigentlich einsetzt für die Energiegewinnung, nämlich die starke Wechselwirkung. Wir haben insgesamt vier Naturkräfte, die Gravitation kennen wir, elektromagnetische Wechselwirkung, das sind eben chemische Reaktionen, also Kohle und sowas, alles beruht auf der elektromagnetischen Wechselwirkung, aber die Kernkraft, die also Atomkerne zusammenhält, die ist um ein Hundertfaches stärker als die elektromagnetische Wechselwirkung. Und da wir da dreidimensional reden, also das ist in einer Dimension hundertmal stärker, und so ein Atomkern, da geht es ja um Volumina oder Kilogramm, dann ist es sogar millionenfach mehr Energie, also 100 hoch 3, ja, wie weit kommen wir denn da? Ja, kommen wir ungefähr auf 10 hoch 6, millionenmal mehr Energie pro Kilogramm, die man, wenn man diese starke Wechselwirkung, also die dritte Naturkraft, wenn man die nutzt. Okay, und das ist es hier, der Brennwert von einem Kilogramm Uran, wenn man das komplett spalten könnte, kann man nicht, man kann also nur das Uran-235, ein Isotop, spalten, aber nehmen wir an, das ist hoch angereichertes Uran, dann hätten wir 20 Millionen Kilowattstunden, und ein Kilogramm Benzin, da sind typischerweise 10 Kilowattstunden an chemischer Wärmeenergie enthalten. Das ist also ein Faktor hier, sogar ein bisschen mehr, ist noch eine 2 davor, von 10 hoch 6, weil wir da die starke Wechselwirkung für die Energiegewinnung nutzen. Und hier steht es ja für Kern mit Masse nahe dem Uran. Es gilt übrigens für alle Kerne. Man könnte auch irgendwie Blei spalten. Es würde auch energiefrei werden. Nur, dass der Bleikern eben sehr schwer zu spalten ist. Da braucht man so viel Energie, dass man am Ende gar keine Energie gewinnt. Uran-235, das ist leicht zu spalten. Und was das genau heißt, möchte ich jetzt dann eben erklären. Spaltung in zwei ungefähr gleich große Fragmente. Es werden pro Spaltprozess 200 Megaelektronenvolt frei. Das ist jetzt in unseren Dimensionen, wo wir um Kilowattstunden arbeiten, ist das herzlich wenig, ja, sondern es ist so eine atomare Größe. Aber für ein Atom, wenn wir nur die Elektronen betrachten, das elektromagnetische Wechselwirken, Elektron ist am Wasserstoffatom mit 13,6 Elektronenvolt gebunden. Das ist eben eine sehr kleine Energie in Joule umgerechnet, 10 hoch minus 19 Joule oder sowas. Aber es geht jetzt um das Verhältnis. Also typischerweise ein paar Elektronenvolt sind chemische Energien, und hier werden Megaelektronenvolt frei. Und das ist eben genau dieses 10 hoch 6, dieser viel größere Betrag bei so einer Kernspaltung. Also pro Elementarprozess, ein Urankern in zwei Hälften, wird eine Riesenmenge Energie frei. Dieses Bild habe ich schon mal gezeigt. Das ist also eigentlich ein Schwermetall, was, wenn es abgereichert ist als reines, fast reines Uran-238, das ist das langlebigere Isotop vom Uran, was man eben nicht gut spalten kann. Das kann man hier in der Hand halten, und das hat eine relativ geringe Radioaktivität. Sie ist natürlich nicht null, aber sie ist im Vergleich zu der natürlichen Radioaktivität, der wir sowieso ausgesetzt sind, ist sie nur ein bisschen höher. Das entspricht etwa, wenn man das so in der Hand hält, etwa der Radioaktivität, die man auch im Flugzeug in 10 Kilometer Höhe hätte, wenn man also da mit so einem Passagierflugzeug dann zum Beispiel nach Japan unterwegs ist. Da hat man also pro Stunde etwa die gleiche Belastung wie mit dieser Scheibe hier Uran-238. Uran ist also ein Schwermetall, es kommt natürlich vor, gibt es also Uranlagerstätten, kann nicht abbauen, habe ich schon erklärt. Ordnungszahl Z ist 92, 92 Protonen, die stoßen sich gegenseitig ab, und wenn man den Kern ein bisschen anstupst, dann fliegt er von selber in zwei Hälften auseinander. Das stabilste Element ist Wismut mit 83 Protonen, da ist diese Abstoßung der Protonen untereinander eben noch nicht so stark, dass der Kern also mit leicht spaltbar ist. Man kann ihn spalten, man würde auch Energie gewinnen, aber er ist schwer spaltbar, weil die starke Wechselwirkung mit den vielen Neutronen den Kern doch heftig zusammenhält. Ja, Uran-235, das ist das, wo es immer um die Urananreicherung geht. Es wird ja immer viel diskutiert, wenn Staaten anfangen, Uran anzureichern. Das heißt, sie extrahieren das leicht spaltbare Uran-235. Das hat eben, steht das hier, 133 Neutronen, aber die gleiche Zahl an Protonen. Also die Zahl der Protonen definiert ja, um was für ein Element es sich überhaupt handelt. Und Z gleich 92 ist gleichbedeutend damit, dass es 92 Protonen hat, und dann hat es auch 92 Elektronen.
Elektronen, es ist also Uran. Aber die Zahl der Neutronen kann variieren, das sind verschiedene Isotope. Und wenn die Zahl der Neutronen ungerade ist, dann ist das instabiler, weil ungerade Zahlen mag der Atomkern nicht. Der mag gerne eine gerade Zahl an Protonen und eine gerade Zahl an Neutronen. Das nennt man Paarungskraft. Also die kommen gerne zu zweit, sowohl die Protonen als auch die Neutronen. Hier sind die Neutronen, die sind ungerade. Das heißt, es gibt ein ungepaartes Neutron da drin. Und wenn ich dem jetzt noch ein Neutron von außen anbiete, dem Uran-235-Kern, dann wird er so stark angeregt durch die frei werdende Bindungsenergie dieses Neutron-Dimers, was sich da bildet, das ungepaarte Neutron, kann man sich so vorstellen, paart sich also mit diesem von außen reinrollenden Neutron und da wird so viel Energie frei, dass der Kern auseinanderplatzt. Also den Uran-235, entscheidend also ungerade Zahl hier von Neutronen und damit auch eine ungerade Zahl von Nukleonen insgesamt, das ist hier 235 die Summe aus Protonen und Neutronen, durch langsame Neutronen gespalten. Und wichtig ist auch durch langsame Neutronen. Also das Neutron muss selber gar keine Energie mitbringen, um den Kern zu spalten, weil es eben so stark in diesen ungradzahligen Kern reingesogen wird, dass der dann auseinanderfliegt. Anders Uran 238, eine gradzahlige Anzahl von Neutronen, den kann ich auch spalten, aber da muss ich wie mit der Pistolenkugel auf den Kern schießen, also ein schnelles Neutron nehmen, damit er dann auseinanderfliegt. Also langsame Neutronen können Uran 238 nicht spalten. Ja, und außerdem die schnellen Neutronen, da muss man auch noch genau treffen. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Das sind die ganzen Grundprinzipien, weshalb ich einen Moderator brauche. Der Moderator ist typischerweise Kühlwasser oder Graphit. Gut, Häufigkeit Hauptisotop Uran 238, 99,27%. Das heißt, das allermeiste Uran, was es in den Uranlagerstätten gibt und mühsam abgebaut wird, das können wir gar nicht nutzen. Das wird einfach weggeschmissen. Das ist dann abgereichertes Uran und das können wir nicht nutzen. Man könnte es in schnellen Brütern oder speziellen Typen von Kernreaktoren, da können wir es doch nutzen für die Energiegewinnung. Aber diese Kernreaktoren sind technologisch anspruchsvoller und auch gefährlicher. Aber man könnte das machen. Und in dem Augenblick würde sich die Reichweite von dem Uran, was wir auf der Erde haben, für die Energieversorgung der Menschheit verhundertfachen. Jedenfalls, wir nutzen nur das Uran 235 und es wird angereichert für kommerzielle Reaktoren typischerweise auf 5%. Und wenn es sehr viel höher angereichert wird, auf über 20%, 30%, 40%, dann ist es Waffenuran. Dann baut man daraus Atombomben. Okay, Brennmaterial eines konventionellen Reaktors ist nur Uran 235. Hier steht es nochmal. Anreicherung auf 3-5% für gängige Reaktortypen. Okay, das also. Ja, und hier ist eigentlich die wichtigste Kurve, zumindest für den Physiker. Physiker sind es gewöhnt, in solchen Kurven hier zu denken. Und zwar ist das die Bindungsenergie pro Nukleon. Das ist sowas wie die Stabilität eines Atomkerns, aufgetragen gegen die Gesamtmenge an Nukleonen, also die Summe aus Protonen und Neutronen. Das Verhältnis von Protonen zu Neutronen ist ungefähr für die leichten Kerne 1:1. Und bei den schwereren, durch diese Abstoßung der Protonen untereinander, hat es dann Überschuss an Neutronen. Aber im Prinzip versucht eigentlich der Kern immer ungefähr gleich viele Protonen wie Neutronen zu haben. So, jetzt können wir erstmal mit Protonen anfangen, das wäre reiner Wasserstoff, und den fusionieren, das heißt zusammenfügen statt spalten, und damit könnte man zu sehr viel stabileren Kernen kommen. Das heißt, bei Fusionsprozessen, wo ich also hier mich hocharbeite, ich füge meinetwegen Protonen zu Deuterium und zwei Deuteriums dann im nächsten Schritt zu Helium-4, Helium-4 ist hier, da habe ich schon gewaltig viel Bindungsenergie gewonnen. Und es gibt einen stabilsten Kern, das ist das Eisen. Und da kann ich weder durch Kernspaltung noch durch Fusion noch Energie gewinnen. Und deswegen sind einige Kosmologen der Meinung, dass unser Universum mit kalten Eisenkugeln endet. Ja, Alternative wären dann schwarze Löcher. Und zwar, die Zeitskala ist 10 hoch 10 hoch 10 oder sowas. Also es waren zwei Zehnerpotenzen hintereinander, Jahre in der Zukunft. Also das dauert noch ein bisschen, bis unser Universum nur noch aus kalten Eisenkugeln besteht. Aber die Vorhersagen sind ähnlich wie bei der Wettervorhersage. Da gibt es so eine gewisse Unsicherheit. Bei so ganz langen Zeiträumen könnte auch was Neues passieren. Aber jedenfalls, Eisen ist was Besonderes. Der stabilste Atomkern
Kern. Und wenn wir Uran-235 in ungefähr zwei gleich große, halb so schwere Kerne spalten, wird circa ein Megaelektron pro Nukleon frei. Also diese Skala hier, die vertikale, ist die Bindungsenergie pro Nukleon. W ist eine Energie, pro A, A ist die Summe aus Proton und Neutron, also die Bindungsenergie. Das heißt, wenn wir einen Kern mit über 200 Nukleonen haben, Proton und Neutron, und spalten den, dann werden eben 200 mal ein Megaelektronenvolt, also diese 200 Megaelektronenvolt pro Elementarprozess frei. Und das ist millionenfach mal mehr pro Kilogramm als bei chemischen Energieträgern. Gut, ja, also Fusion, kommen wir ja in der zweiten Hälfte dieser Vorlesung dazu. Und das ist die Idee der Kettenreaktion. Ich meine, wie spalte ich denn jetzt so einen Kern? Ich habe jetzt meinetwegen hier diese Uranplatte und jetzt will ich so einen Urankern spalten. Da kann ich ja nicht mit einer Axt ankommen oder sowas, sondern ich muss was draufschießen. Und zwar eigentlich ein Elementarteilchen oder irgendein Teilchen. Und wenn ich die aus dem Beschleuniger nehme, dann ist da ein Riesenaufwand, um jetzt meinetwegen Proton so zu beschleunigen und dann muss ich auch noch treffen, dass ich da einen Atomkern spalte, sondern man nutzt einen natürlichen Prozess aus und das ist eine Kettenreaktion. Und diese Kettenreaktion hat eigentlich den Nachteil, dass sie relativ instabil ist. Man muss da sehr vorsichtig sein mit der Regelung. Entweder klingt sie also sehr rasch ab oder sie steigt in der Intensität dramatisch an und dann gibt es sofort eine Überhitzung. Das ist in Tschernobyl passiert. Da ist die Kettenreaktion nach oben gelaufen, exponentieller Anstieg der Leistung und der Reaktor ist innerhalb Sekunden explodiert. Ja, das sind also die Probleme einer Kettenreaktion, aber anders geht es nicht. Und zwar liefert die Kettenreaktion die Neutronen, also schnelle Neutronen zur Spaltung neuer Kerne eigentlich aus dem Elementarprozess der Spaltung. Und zwar wie folgt, wir haben also ein leicht spaltbares Uran-235, dem ja ein Neutron fehlt, also ein ungepaartes, unglückliches Neutron drin. Da kommt jetzt ein langsames, das kann langsam sein, kann auch schnell sein, aber nehmen wir an, es kommt ein ganz langsames Neutron an. Das wird so stark von dem Kern angezogen, weil dem ja ein Neutron fehlt, um eine gerade Zahl zu erhalten, dass das, so kann man sich es klassisch vorstellen, wirklich in das Potenzial dieses Kernverbands so reingesogen wird, dass das dann auf der letzten Distanz, wo die starke Wechselwirkung einsetzt, also hier direkt am Rand, dass der Kern dadurch so stark angeregt wird, wir sehen das hier, fängt an zu schwingen an, bis die Schwingung dazu führt, und das geht in 10 hoch minus 19 Sekunden oder sowas, unglaublich schneller Prozess, bis der Kern hier in zwei Hälften zerplatzt. Und man sieht es schon an diesem Schema hier, das ist nur ein Beispiel. Er zerplatzt immer wieder in andere Elemente, also es muss nicht so sein, sondern das ist so, wie wenn man einen Holzkloss mit einem Beil zerhackt, da hat man mit jedem Hackprozess auch wieder zwei andere Hälften und das ist hier auch so. Es gibt also eine Verteilung der Spaltfragmente. Es ist eine Riesenverbreiterung und man hat ganz viele verschiedene chemische Elemente, hier Krypton, hier Barium. Und was all diesen Fragmenten hier gemein ist, ist, dass sie zu viele Neutronen haben. Und zwar hatte ich ja gesagt, da bei hohen Protonenzahlen, also Uran-292 Protonen, ist die Abstoßung der Protonen so stark, dass die Natur zusätzliche Neutronen einfügt, die ja immerhin die starke Wechselwirkung machen, also den Zusammenhalt stärken, dass dieser Kern eben anderes Verhältnis von Protonen zu Neutronen hat. Er hat einen gewaltigen Neutronenüberschuss. Wenn ich den jetzt zerhacke, dann hat er immer noch das gleiche Verhältnis von Protonen zu Neutronen, aber die beiden Hälften haben nun eine viel zu hohe Neutronenzahl, weil halb so große Kerne, ja, da würde sich von selber, und das tut es dann auch mit einer gewissen Verzögerung, ein näher 1:1 Verhältnis von Protonen zu Neutronen einstellen. Ja, das ist das Stabile. Das heißt, diese Kerne hier, die haben einen Neutronenüberschuss, 56 Barium zum Beispiel mit 144 Neutronen ist hochradioaktiv, das macht einen Beta-Minus-Zerfall. Das heißt, die überschüssigen Neutronen formen sich über den Beta-Zerfall, die schwache Wechselwirkung in Protonen um. Und deswegen, weil das Verhältnis Neutronen zu Protonen für leichtere Kerne näher an 1:1 ist und die Spaltprodukte deswegen einen enormen Neutronenüberschuss haben, sind abgebrannte abgebrannte Brennelemente sehr, sehr radioaktiv. Ich zeige nachher mal so einen Behälter für hochradioaktiven Müll und bei den Datenquellen, die ich da genutzt habe, da stand auch mal die Strahlenbelastung in Sievert dabei und das waren nicht Millisievert, das waren Sievert und zwar ganz viele Sievert. Da kann man ausrechnen, dass man nach ein paar Sekunden, wenn man ungeschützt daneben steht, eine tödliche Dosis abbekommt von der Radioaktivität. Und zwar genau deswegen, weil diese
Spaltprodukte notwendigerweise viel zu viele Neutronen haben und deswegen ganz stark den Beta-Zerfall machen. Beta-Minus bedeutet, dass sich diese weißen Neutronen über Emission eines Elektrons in ein positives Proton verwandeln. Aber das ist Beta-Minus, das ist eine der drei Hauptradioaktivitätsarten. Das heißt, diese Spaltprodukte, die strahlen wie verrückt. Und es kommen aufgrund des enorm hohen Neutronenüberschusses dann zwei oder drei, also es gibt so einen Mittelwert, den statistischen Prozess, hier in diesem Fall drei Neutronen heraus. Und diese Neutronen, die fliegen da so raus, die kommen da raus geschossen mit Megaelektronenvolt-Energie. Die können natürlich wieder einen benachbarten Kern, also wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Uran-235-Kern widerstehen würde, der würde jetzt von diesem Neutron getroffen werden und gespalten werden. Und dann haben wir eine Kettenreaktion. Ja, und es sind drei Neutronen. Das heißt, wenn alle drei wieder einen Kern spalten würden und die nächste Generation, das wären dann 3x3 9 Neutronen und dann die übernächste Generation wären dann 3x3x3, das sind 27 Neutronen, da hätten wir einen exponentiellen Anstieg der Reaktorleistung, weil eben bei jeder Spaltung 200 MeV rauskommen. Und das das würde zum Explosion führen. Deswegen darf im Mittel nur eines dieser Neutronen wiederum einen Kern spalten. Dann ist die Reaktorleistung konstant. Und das macht man mit den Steuerstäben, dass man also überschüssige Neutronen einfängt, dass man also genau diese Bilanz so einstellt, dass im Mittel nur wieder ein Neutron einen anderen Atomkern spaltet. Und dann ist die Leistung konstant. Also, erstes Problem, stabile Spaltrate. Der Reproduktionsfaktor, das kennen wir jetzt von der Pandemie, ne? Also wie viele Menschen steckt ein Infizierter an? Und das muss unter 1 sein. Dann klingt die Pandemie exponentiell ab. Ist der Faktor über 1, dann nimmt die Zahl der Infizierten exponentiell zu. Und in einem stabil brennenden Reaktor muss eben genau 1 sein. Und das zweite Problem, Neutron muss Kern treffen. Ja, also wenn die Kerne, die sind ja sehr, sehr klein, winzig, ja, Fermi, also 10 um minus 15 Meter, da muss schon den Kern treffen. Also wenn ich den falsch designe, den Kernreaktor, dann fliegt so ein Neutron einfach geradeaus, ohne was zu treffen und weg ist es. Dann habe ich gar keine Kettenreaktion. Ja, das muss ich also beim Design eines Kernreaktors genau überlegen, dass ich da eine stabile Kettenreaktion überhaupt realisieren kann. Hängt am Design ab. Ja, jetzt hier nochmal diese Sache mit ungeraden und gradzahligen Neutronenzahlen. Ich habe immer eine Spaltbarriere. So, sonst würde ja der Urankern von selber auseinanderfallen. Ja? Sondern ich muss den irgendwie anticken. Und das hier ist die Energie, ein Potenzial ist das hier. Und das ist der Abstand der beiden Hälften, der Sperrpunkte der beiden Hälften. Wenn der Abstand 0 ist, ist es der Ausgangskern, der ungefähr rund ist. Und wenn ich den deformieren will, wie ich es gerade gezeigt habe in diesem Bild, wo das Neutron ankam und der Kern dann so eine Schwingung machte, diese Deformation vergrößert einen Term im Tröpfchenmodell. Es gibt ein Tröpfchenmodell der Kernphysik, vergrößert die Oberfläche und Oberflächevergrößerung für diese Nukleonenmaterie, also diese Materie des Atomkerns, die aus Protonen und Neutronen besteht, diese Oberflächenvergrößerung kostet Energie und zwar ungefähr 2 Megaelektronenvolt. Und das ist ziemlich genau die Bindungsenergie dieses Neutrons, was fehlt. Aber für Uran-238, da gibt es diese Bindungsenergie nicht. Deswegen muss ich einen Uran-238-Kern, um diese Spaltbarriere zu überwinden, schnelle Neutronen mit mindestens 1 oder 2 Megaelektronenvolt Energie einschießen. Bei Uran-235 kann ich langsame Neutronen reinschießen, weil da diese Energie, die notwendig ist, um die Deformation zu bewirken, also diese Spaltbarriere nennt man das, die überwinde ich alleine aus der Bindungsenergie dieses fehlenden Neutrons. Ja, und deswegen das ganze Theater, auch politisch mit der Urananreicherung. Wenn irgendjemand Uran anreichert, dann werden also alle Länder auf der Erde, die Atommächte, sehr hellhörig, weil wenn man hoch anreichert, über 10% oder 20%, dann könnte es auch dazu führen, dass diese Nation dann Atomwaffen hat. Ja. Also letztendlich steckt dahinter dieser physikalische Zusammenhang. Ich kann nur Uran-235 wirklich für Kernreaktoren oder Atomwaffen nutzen. Okay, hier mal so eine richtige Folie aus einer richtigen Kernphysik-Vorlesung, also nicht bloß so ein Überflug, wie ich ihn jetzt hier bei Energie und Klima mache, sondern das ist der totale Neutronenabsorptionswirkungsquerschnitt. Und man kann Neutronen natürlich absorbieren, ohne dass der Kern gespalten wird. Aber der wichtige Punkt hier ist, dass für drei verschiedene Isotope, das sind hier verschiedene Uran und
was haben wir? Uran und Plutonium. Plutonium ist ein Material, ist auch ein Schwermetall, das hat noch eine höhere, 239, noch eine höhere Zahl von Protonen, ist also noch schwerer als Uran, kommt aber nicht natürlich vor. Ich kann es aber aus Uran-238 erzeugen. Und zwar, indem ich Uran-238 mit einem Neutron in Uran-239 umwandle. Ja, das Neutron, also das ist dann natürlich eine ungerade Zahl von Neutronen, aber es ist trotzdem gebunden, nicht so festgebunden, aber es ist gebunden. Und das Uran-239, das macht dann auch einen Beta-Minus-Zerfall, also das zusätzliche Neutron wandelt sich um in ein Proton und dann haben wir die Ordnungszahl 93 und das Plutonium und das hat eben 239 Nukleonen insgesamt. Und das ist auch ein leicht spaltbares Material, weil ja jetzt wieder die Neutronenzahl ungerade ist. Ja, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt. Ja, also Plutonium 239. Und das ist der Wirkungsquerschnitt hier, also sozusagen die scheinbare Größe des Atomkerns. Das ist ganz wichtig, weil diese Neutronen, die aus dem Spaltprozess rausschießen, die müssen ja zumindest eins davon wieder einen Kern treffen. Und wenn diese Kerne scheinbar für dieses Neutron sehr klein sind, dann treffen sie keinen und verlassen einfach den Reaktor und dann gibt es keine Kettenreaktion. Ja, das heißt, der Wirkungsquerschnitt dieser Neutronen-Einfangreaktion ist sehr, sehr wichtig. So, und der ist eben für diese drei Isotope hier, Uran-233, Uran-235 und Plutonium-239, ist der riesengroß. Man sieht jetzt nicht so großer Unterschied aus, aber die Skala hier, die ist drastisch. Also das ist wirklich eine Fläche, also die scheinbare Fläche, die Größe, auf der ich treffen muss. Also wie die Zielscheibe, das Zentrum der Zielscheibe. Und die Größe variiert hier um eine Zehnerpotenz hier, 10 hoch 0, das ist der geometrische Wirkungsquerschnitt, diese gestrichelte Linie für diese Neutronen. Und hier geht es 10 hoch 1, 10 hoch 2, 10 hoch 3. Für langsame Neutronen, und hier unten ist die Energie der Neutronen ebenfalls logarithmisch dargestellt, oder ja, als Zehnerpotenzen, 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 7, 10 hoch minus 6, und das sind Megaelektronenvolt. Also 10 hoch minus 6 wäre, Megaelektronenvolt wäre eben genau ein Elektronenvolt, das ist schon ganz schön schnell. Thermische Energien, und es geht um thermische Neutronen, die sind hier eher bei 10 hoch minus 7 angesiedelt, also hier bei diesen Zahlen. Und da haben wir einen riesigen Einfangquerschnitt von diesen drei Kernen hier, die für Kernreaktoren geeignet sind. Das sind die drei Isotope, mit denen ich einen Kernreaktor konventioneller Bauart, also mit einer normalen Kettenreaktion, mit denen ich die gut bauen kann. Uran-233, 235 und Plutonium-239, weil der Einfangquerschnitt für langsame Neutronen mit niedrigen Energien viel größer ist als der geometrische Querschnitt. Ja, wie kann jetzt der Wirkungsquerschnitt, also die scheinbare Fläche meiner Zielscheibe, hier ist der Kern, hier kommt das Neutron und jetzt kann das Neutron also meinetwegen wirklich kilometerweit daneben vorbeifliegen, wird aber trotzdem in den Kern reingesogen. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, das liegt am Wellencharakter der Neutronen, die, wenn sie langsam sind, eine längere de Broglie-Wellenlänge haben. Aber man kann es sich auch so vorstellen, dass der Kern, der eine ungerade Zahl von Neutronen hat, so verzweifelt ein weiteres Neutron sucht, dass er das auch aus großer Entfernung anzieht. Das ist aber eine fürchterlich klassische Ansicht. Tatsächlich ist es der Wellencharakter, der das überhaupt möglich macht, dass der Wirkungsquerschnitt hier, die Wahrscheinlichkeit, dass es trifft, eben viel größer ist als der geometrische Wirkungsquerschnitt. Anders Uran-238, davon haben wir ja auf der Erde jede Menge. Da haben wir hier einen Neutronen-Einfangquerschnitt und das endet ja dann noch nicht mal in der Kernspaltung, sondern dann bildet sich eben Plutonium, wie ich es gesagt habe. Der ist 10 hoch minus 5 statt 10 hoch plus 3. Der ist also ein 10 hoch Achtel des Einfang, 10 hoch minus 8, das ist 1 durch und dann kommt eine Zahl mit 8 Nullen, ist also sehr, sehr viel kleiner, es ist winzig, also das hat keinen Sinn. Was geht? Uran-238 kann ich spalten, wenn ich hier in den Bereich oberhalb von ungefähr 1 Megaelektronenvolt komme. Das ist der Wirkungsquerschnitt, aber für alle Kerne etwa der geometrische Querschnitt. Also wenn ich zu sehr schnellen Neutronen gehe und nur mit schnellen Neutronen kann ich Uran-238 spalten, dann habe ich als Wahrscheinlichkeit oder die Trefferwahrscheinlichkeit entspricht dann genau dem geometrischen Querschnitt des Kerns, weil der Wellencharakter des Neutrons nur eine Rolle spielt,
spielt, wenn das Neutron sehr langsam ist. Das ist die de Broglie-Wellenlänge, Welle-Teilchen-Dualismus. Okay, und dann gibt es ja noch so wüste Resonanzen, die spielen aber keine Rolle, weil man entweder Reaktortypen hat mit schnellen Neutronen, die sind MeV, oder mit thermischen Neutronen, die sind so bei 10 hoch minus 7 E-Volt an, 10 hoch minus 7 Megaelektronenvolt angesiedelt. Also die Resonanzen spielen manchmal noch eine Rolle, aber die sind nur in diesem Bereich, der eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, jetzt für die Grundprinzipien der Kernspaltung. Also ich hoffe, jetzt ist klar geworden, warum man Uran anreichern muss, weil man nur das Uran-235, ungerade Neutronenzahl, mit langsamen Neutronen, und das hat eine große Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, spalten kann. Okay. Ja, und das habe ich hier mal veranschaulicht, je nachdem, wie das Design des Reaktors ist. Ich kann natürlich auch einen Kernreaktor mit Natururan betreiben, also nicht angereichert, nur diese 0,7%. Das sind kanadische Bauarten, CANDU-Reaktoren. Die Kanadier, die wollten nicht abhängig sein von Nationen, die Uran anreichern können. Das ist nämlich ziemlich schwierig, das anzureichern. Sondern hatten sich was überlegt, wo sie mit einem Natururan-Reaktor arbeiten können. Da hat man natürlich die spaltbaren Urankerne meilenweit auseinander. Ja, die sind ja ganz selten. Und dann muss man einen sehr großen Reaktor nehmen. Also ein spezielles Bauprinzip ist das. Dann geht es aber auch mit natürlichem Uran, also mit nicht angereichertem Uran, wo eben nur 0,7%, ein bisschen mehr Uran-235 drin ist. Aber da wird auch nur das Uran-235 gespalten. Aber ein Teil des Uran-238 ist ja dem Neutronenfluss ausgesetzt. Allerdings ist der Wirkungsquerschnitt ganz klein, aber trotzdem treffen einige Neutronen dann doch mal auf einen Uran-238-Kern und dann bildet sich eben Plutonium-239. Und dieses Plutonium-239, wenn man das nicht gerade mit einer Wiederaufbereitung extrahiert, sondern nur die abgebrannten Brennstäbe nimmt, dann ist das der Grund dafür, dass der Atommüll, der hauptsächliche Grund, dass der Atommüll so lange gelagert werden muss, denn das Plutonium hat eine Halbwertszeit von 20.000 Jahren, das muss also mehrfach die Halbwertszeit gelagert werden, damit die Radioaktivität abklingt. Und nur weil man diese Transurane, nennt man das auch, also Elemente, die schwerer sind als das Uran, weil man das da im abgebrannten Stab drin hat, was sich eben parasitär, man will das gar nicht, weil man hat also Uran-238 sozusagen versehentlich in Plutonium umgewandelt, nur weil das Plutonium da drin ist, muss dieser Atommüll dann so lange gelagert werden. Zumindest ist das der Hauptfaktor. Es gibt noch ein paar andere Faktoren. Gut, also jedenfalls hier die Veranschaulichung. Ich nehme an, wir haben ja also jetzt Neutronen und für die sehen diese Scheibchen groß aus. Das ist jetzt groß. Ja, das ist natürlich für schnelle Neutronen eben nicht der Fall. Das habe ich ja nur lang und breit erklärt, sondern das gilt nur für thermische Neutronen. Da habe ich diese großen scheinbaren Trefferflächen. Ja, der tatsächliche Atomkern ist also viel kleiner. Aber hier ist klar, jedes dieser Neutronen, die aus der Spaltung hier in zwei Hälften, die beiden gelben Hälften rauskommen, wird natürlich wieder treffen. Da wollen wir natürlich nicht, weil dann würde ja die Leistung exponentiell ansteigen. Aber ein großer Wirkungsquerschnitt macht es möglich, dass ich einen Reaktor einigermaßen klein baue. Ich brauche da nicht so einen Riesenreaktor, weil ich brauche nur eine kurze Distanz, um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutron einen Atomkern 235 trifft, um die Wahrscheinlichkeit hoch werden zu lassen. Sonst gehen die Neutronen verloren. So wie hier, jetzt habe ich also einen kleinen Wirkungsquerschnitt. Das ist der Fall, wenn ich die Neutronen nicht moderiere. Und moderieren heißt eben, ich muss sie abbremsen, bevor sie, die kommen also schnell aus der Spaltung raus, wie hier gezeigt, das sind MeV-Energien, wenn das so auseinanderplatzt in zwei Hälften. Und diese 2 bis 3, das sind nicht immer 3, sind so, im Durchschnitt sind es 2,3 oder sowas, Neutronen, die da rausschießen, die kommen mit hohen Energien, wenn ich die nicht abbremse, ich muss sie abbremsen und dann müssen sie wieder einen Urankern treffen. Wenn ich die nicht abbremse, dann sehen die anderen Urankerne so klein aus und dann würden keines dieser 3 Neutronen würde hier in dieser Anordnung einen Atomkern treffen. Und das bedeutet, dass die Kettenreaktion schlagartig auf Null abklingt und mein Reaktor geht aus. Ja, also ich muss die Neutronen moderieren, also abbremsen. Und wenn ich sie abbremse auf thermische Energien, also diese Sub-1-E-Volt-Energien, dann sehen plötzlich die Atomkerne, speziell vom Uran-235, riesengroß aus und dann spalten sie vorzugsweise eben genau nur das Uran-235 aufgrund dieses quantenmechanischen Effekts. Das ist dieser Wirkungsquerschnitt, diese Kurven, die ich gezeigt habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an Uran-238 und zu Plutonium dann, die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess ist sehr, sehr gering. Okay, also ich muss sie moderieren und das macht man, indem man hier Wasser hat.
Wasser hat zwar auch einfach normales Wasser, da hat man elastische Stöße mit den Protonen, den Atomkernen des H. Des H, Wasser ist ja H2O und den Sauerstoff mit seinem Atomkern können wir jetzt erstmal vergessen, das spielt keine Rolle, aber der Wasserstoff im H2O, das ist ein, der Atomkern ist ein einzelnes Proton, ist genauso schwer wie ein Neutron. Und die Neutronen machen dann Stöße mit diesem Wasser, mit den Atomkernen des Wasserstoffs und übertragen dabei, wie beim Billard, kinetische Energie auf diese Protonen. Das heißt, die Protonen fliegen weg. Und insgesamt machen die ganz viele Stöße und dadurch werden sie im Wasser abgebremst. Sie werden thermalisiert oder man nennt es auch moderiert und sind dann langsam. Und für die langsamen Neutronen sieht dann das Feld so aus. Und zwar nur die Uran-235-Atomkerne erscheinen diesen langsamen Neutronen als so große Zielscheiben. Und genau das wollen wir ja. Gut, wie moderieren wir? Moderator müssen typischerweise Atomkerne sein, die Neutronen nicht absorbieren. Das wäre nervig, weil dann Neutronen, wenn die weg sind, dann machen sie ja keine Spaltung mehr. Okay, wir haben aus dem Elementarprozess 2 bis 3 Neutronen, also ein Neutron im statistischen Mittel kann auch verloren gehen. Es gibt aber immer Neutronenverluste, zum Beispiel durch die Außenwand, sodass man sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht zu viele Neutronen verliert, dann kriegt man gar keine stabile Kettenreaktion hin. So, und deswegen gibt es die Schwerwasserreaktoren. Da hat man D2O genommen, weil Deuterium kein zusätzliches Neutron absorbiert, aber trotzdem moderiert. Und als Moderator muss man immer Atomkerne nehmen, also Isotope, die ungefähr gleich schwer sind. Weil wir kennen das vom Billard, wenn eine schnelle Kugel an eine stehende Kugel heranrollt und die sind gleich schwer, dann ist es sogar möglich, dass die gesamte kinetische Energie auf die stehende Kugel übertragen wird. Die rollt dann mit der gleichen Geschwindigkeit weg, mit der die herankommende Kugel unterwegs war und die herankommende Kugel bleibt stehen. Das geht aber nur, wenn das Massenverhältnis genau gleich ist, gleich schwer. Und dann hat man in ganz wenigen Stößen, wie hier gezeigt, hat man die Neutronen abgebremst. Wenn der Moderator die Atomkerne schwerer sind, das wäre bei Graphit der Fall, also Tschernobyl ist ein graphitmoderierter Reaktor, da haben wir C12 als Atomkern, ist natürlich 12-mal so schwer wie die Neutronen, dann dauert es ein bisschen länger, bis die moderiert sind. Also das wäre jetzt ein Weg eines Neutrons im Wasser. Es stößt aber nur mit Energieübertrag, wesentlich sind Stöße mit den Atomkernen des Wasserstoffs. Und der Wasserstoff absorbiert eben ein paar, also der normale Wasserstoff, nicht das Deuterium, also ein Leichtwasserreaktor, also Normalwasserreaktor, da gibt es diese Reaktion, dass ein Proton, Atomkern des Wasserstoffatoms, sich mit einem Neutron zu Deuterium verbindet und dann ist das Neutron weg. Also die Protonen absorbieren ein paar der Neutronen, die meisten werden aber moderiert. Und so sieht der Weg aus und hier haben wir dann ein langsames Neutron, was da eine große Wahrscheinlichkeit hat, einen Uran-235 zu spalten. Und der Vorteil ist jetzt, bei so einem Reaktor, der ist also wassergekühlt, das sind praktisch alle westlichen Reaktoren, dass wenn das Kühlwasser mal ausfallen sollte, und da sind wir ja bei Fukushima, ja, ist das Kühlwasser ausgefallen, dann geht dieser Reaktor hier, ein mit Leichtwasser oder auch Schwerwasser gekühlter Reaktor, der geht von selber aus, weil wir dann nicht mehr die Neutronen moderieren und dann treffen sie keine Uran-235 mehr. Also schon noch ein paar, aber die meisten Neutronen fliegen einfach ungehindert aus dem Reaktorgefäß raus und die Kettenreaktion erlischt ohne Moderator sofort. Oder sogar, wenn sich das Kühlwasser ein wenig überhitzt, also es wird heißer als normal, dann nimmt, weil sich ein heißer Dampf ja stärker ausdehnt, dann nimmt die Dichte des Wassers ab und die Stoßwahrscheinlichkeit nimmt ab und das reicht schon, um diese Generationenfolge, also dieser Reproduktionsfaktor von 1, dann ist er nur noch 0,99 für die gegebene Geometrie des Reaktors, weil das Kühlwasser zu wenig dicht ist. Es ist zu heiß geworden und dann geht die Kettenreaktion auch runter. Das heißt, der Reaktor ist selbst stabilisierend. Eine Erhitzung des Reaktors oder Überhitzung führt zu einer schlechteren Moderatorwirkung, weil die Dichte an H2O-Molekülen im Reaktorkern abnimmt. Ja, das ist also positiver Effekt, der Reaktor ist selbst stabilisierend durch thermische Ausdehnung oder wenn das Kühlwasser ganz ausfällt. Also deswegen ist in diesen normalen Leichtwasserreaktoren und auch in den wenigen Schwerwasserreaktoren, die es gibt, also mit D2O, da haben wir diesen positiven Dampfblasenkoeffizienten, also wenn ich eine geringere Dichte wegen der Überhitzung des Kühlwassers habe, da geht der Reaktor von selber aus. Also deswegen sehr günstig als Kühlung und auch für die Moderation Wasser zu verwenden. Ja, hier steht jetzt ein Haufen Text hier.
tiefere Temperatur und so weiter ist die dichte Sache. Und hier, ja, also das habe ich ja alles erklärt. Das kann man sich dann vielleicht auf der Folie da nochmal anschauen, wenn man möchte. Aber das ist das Prinzip. Deswegen sind solche Druckwasser- und Siedewasserreaktoren westlicher Bauart in der Sicherheit grundsätzlich den Tschernobyl-Graphit-moderierten Reaktoren überlegen. Also Graphit, das verdampft nämlich nicht. Ja? Also die Kettenreaktion in Tschernobyl ist einfach weitergegangen. Der Reaktor ist durchgebrannt. Das ist was ganz anderes als in Fukushima. Da hatten wir zwar auch eine Kernschmelze, aber aus einem anderen Grund. Die Kettenreaktion wurde schon in dem ersten Erdbeben abgeschaltet. Aber warum Fukushima dann tatsächlich eine Kernschmelze hatte, das hat noch einen anderen Grund. Hier haben wir mal so eine recht drastische Darstellung, wie klein der Bruchteil vom natürlichen Uran ist, der für die Kernspaltung oder für die Stromgewinnung eigentlich genutzt wird. Nämlich nur diese 0,72%. In so einem Kuchendiagramm ist das recht eindrücklich. Also hier steht es nochmal, 0,7 im Natururan und Plutonium 239, was ja, wie ich es gerade an den Wirkungsquerschnitten gezeigt habe, auch mit langsamen Neutronen gespalten werden kann. Das könnte man aus Uran 238, also diesem riesigen blauen Teil hier, erbrüten. Und erbrüten heißt, dass ich da also eine normale Kettenreaktion laufen habe, aber da brauche ich eigentlich einen Überschuss an Neutronen, weil ein Teil der Neutronen wird dazu verwendet, Uran 238 durch Neutronenanlagerung, aber da haben wir wieder das Problem, dass der Wirkungsquerschnitt so klein ist, ja, durch Neutronenanlagerung in Plutonium 239 umzuwandeln. Also Uran 238 plus Neutronen zu Plutonium, zu Uran 239, das macht einen Beta-Zerfall in Plutonium 239. Und es gibt noch was anderes. Und zwar gibt es auf der Erde eigentlich, ich glaube, dreimal oder sowas oder viermal so viel Thorium wie Uran. Thorium ist auch ein radioaktives Schwermetall und es gibt ganze Strände sind das in Indien und auch in Brasilien. Monazitsende sind das, also es sind Strände, da kann man in der Sonne liegen und die haben hohen Thorium- und Urananteil. Ja, also Thorium gibt es, das ist Thorium 232, das ist also gradzahlig, kann ich wieder nicht spalten, aber ich kann es in einen normalen Reaktor, der meinetwegen mit Uran 235 läuft, reintun und ein paar Neutronen dazu verwenden, aus dem Thorium dann Thorium 233, das machen wir wieder im Beta-Zerfall, Uran 233 zu erbrüten. Das ist also eigentlich dann Thorium, was ich zur Energiegewinnung nutze. Das sind diese Brüter. Und brüten heißt, ich nutze überschüssige Neutronen aus der Kettenreaktion aus. Das heißt, ich muss die Kettenreaktion beim Reproduktionsfaktor von 2 betreiben. Also nicht 1, sondern 2, weil ich jedes zweite Neutron für die Brutreaktion brauche. Das bedeutet also ein bestimmtes Design des Reaktors. Und da muss man sehr vorsichtig mit der Neutronenbilanz sein, weil man ja sozusagen eingeplante Verluste hat, und zwar ziemlich große Verluste von Neutronen für dieses Brüten. Brüten ist Neutronenanlagerung. Ein Neutron wird zum Brüten verbraucht. Neutronenbilanz kritisch, günstiger in schnellen Reaktoren. Das hatte ich auch gezeigt, dass also der Wirkungsquerschnitt für die Neutronenanlagerung Uran 238 ist ja wenigstens mal besser oder größer, wenn die kinetische Energie ein bisschen höher ist, also so Megaelektronenvolt. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit ganz klein, dass das überhaupt passiert. Also schnelle Reaktoren, ach so, das sollte ich vielleicht noch sagen, was ist überhaupt ein schneller Reaktor? Man kann auch Reaktoren ohne Moderator betreiben, also es ist dann ähnlich wie bei einer Atombombe, da brauchen wir auch keinen Moderator, sondern die sind so designt, dass sie mit den kleinen Wirkungsquerschnitten von schnellen Neutronen zurechtkommen. Das nennt man dann einen schnellen Brüter. Der arbeitet mit schnellen Neutronen, ist ein ganz anderes Design und der kann aber Uran 238 oder Thorium 232 nutzen, also erstmal erbrüten und dann muss das wieder aufbereitet werden und dann gewinnt man als Brennstoff möglicherweise mehr, als vorher bei der Brutreaktion beim Brutbetrieb verbraucht wird. Und das ist die Idee, dann Energie ohne Ende zu haben. Also das sind Brutreaktoren, aber die gibt es nur ganz selten. Das sind also ungewöhnliche Reaktoren. Daran wird zwar geforscht in Indien und auch in China, aber die kommerziell verfügbaren Reaktoren sind alle ganz normale Siede- und Druckwasserreaktoren, die nur angereichertes Uran 235 dann spalten können. Ja, zum Thorium eben, das ist in Indien eine interessante Sache, weil es da doch viel mehr Thorium als Uran einfach in Indien gibt. Hier haben wir die Häufigkeit der chemischen Elemente, ich glaube in der Erdkruste ist das. Und wir sehen hier, Thorium hat eine Häufigkeit von 0,058, ist also nicht gerade besonders häufig, ja sehr häufig ist Silizium und sowas und Sauerstoff natürlich und Uran 0,026. Also hier ist ein Faktor 2 dazwischen und hier Wismut und Blei. Blei hat eine Häufigkeit von 4, na gut, also Uran und Thorium sind
sind schon ganz erheblich viel seltener als Blei, aber doch ein bisschen, also ja, ist ein Faktor 3 gegenüber Wismut. Ja, also so fürchterlich selten sind sie nicht. Interessant ist Gold, wo sind wir da? Gold 0,2 mal 10 hoch 0 ist eigentlich also häufiger noch als unser Uran und Thorium. Warum das dann so teuer ist, verstehe ich eigentlich nicht, aber es hat vielleicht was damit zu tun, dass es so schön glänzt. Okay, das also zur Häufigkeit. Thorium gibt es also noch eine Ecke mehr. Und deswegen ist diese Brutreaktoren jetzt in Zeiten des Klimaschutzes plötzlich wieder interessant. Und um zu brüten, brauche ich eine günstige Neutronenbilanz, also vor allen Dingen auch eben gleich im Primärprozess, dass da nicht bloß 2 Neutronen im Mittel entstehen, sondern wie ich es anfangs gezeigt habe, 3 Neutronen. Aber tatsächlich ist die statistische mittlere Zahl, die hängt auch ab von der Energie des Neutrons, die es vorher zum Spalten verwendet wurde. Ich kann also mit schnellen Neutronen spalten, dann kommt das mit Kavum an und der Kern platzt auseinander, oder mit langsamen Neutronen. Und wenn ich Uran-235 mit schnellen Neutronen spalte, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von, dann kriege ich im Mittel 2,6 Neutronen heraus. Ja, das ist nicht schlecht. Also könnte ich ja 1 abzwacken, dann habe ich immer noch 1,6 Neutronenverluste mit dem Wasser und allem habe ich sowieso, aber dann kriege ich vielleicht eine stabile Kettenreaktion hin. Aber wenn ich mit langsamen Neutronen spalte, dann ist der Wirkungsquerschnitt hier 500 Mal oder 400 Mal größer. Das ist der Wirkungsquerschnitt, ist also gigantisch. Das sind eben diese langsamen Neutronen. Aber dafür kommen ein bisschen weniger Neutronen im statistischen Mittel raus, 2,4. Also mal 2 und mal 3, aber im Mittel 2,4. Und hier gibt es noch die verzögerten Neutronen, die werden extra aufgeführt, die kommen aus den Spaltprodukten. Es gibt einige wenige Spaltprodukte in diesen Zerfallskaskaden, das sind also mehrere Beta-Zerfälle hintereinander, bis dann die Neutronen, das Neutronen-Proton-Verhältnis sich ein bisschen mehr so an vernünftigen Wert für diese halb so schweren Kerne angepasst hat. Einige Zerfälle, da kommt nochmal ein Neutron raus, aber dann um 20 Sekunden oder vielleicht auch eine Minute verzögert. Und mit diesen verzögerten Neutronen, da kann ich den Reaktor regeln. Sonst wäre das ja sehr schwierig, mit den Steuerstäben den genau bei 1 einzustellen. Denn wenn ich den aus Versehen die Steuerstäbe einen Zentimeter zu weit rausziehe, explodiert mir der Reaktor, weil dieser exponentielle Anstieg, der ist unglaublich schnell. Aber mit den verzögerten Neutronen, da kann ich den regeln, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Also wie viele verzögerte Neutronen rauskommen, das sind zwar wenig, aber die sind entscheidend für die Regelbarkeit. Ja, aber das sind eigentlich für die Brüterreaktoren, sind es beim Uran-235 zu wenig. Interessant ist der schnelle Brüter mit Plutonium. Und da sehen wir auch warum, da ist die Zahl blau gedruckt, weil da 3,2 Neutronen mit schnellen Neutronen, kleiner Wirkungsquerschnitt, aber dann muss ich den Reaktor eben so bauen, kriege ich 3 Neutronen raus und mit dem Ding kann ich brüten, weil dann habe ich Neutronen ohne Ende. Also wenn da im Mittel mehr als 3 Neutronen rauskommen, kann ich gut brüten. Allerdings ist der Anteil der verzögerten Neutronen erheblich geringer und deswegen ist dieser Reaktor schwerer zu kontrollieren. Also schnelle Brüter, der fliegt auch schnell in die Luft. Ja. Das ist also eine technisch anspruchsvolle Angelegenheit. Und beim Uran-233 aus Thorium, da haben wir eine Spaltung, das ist ähnlich hier, das ist sogar fast genau, ja, hier ist ein Unterschied, fast genau dieselben Zahlen. Da ist also schwierig, einen Brutreaktor zu bauen, aber es geht. Ich kann also vor allen Dingen auch mit schnellen Reaktoren mit Uran-235 oder Uran-233 betreiben oder sogar mit langsamen Neutronen. Da muss ich eben sehr vorsichtig sein mit der Neutronenbilanz, also zum Beispiel schweres Wasser nutzen. Da habe ich weniger Neutronenverluste durch die Anlagerung von Neutronen an den Wasserstoff zu Deuterium dann. Okay, ja, also hier steht so eine Zahl, mehr als 2,4 Neutronen notwendig. Das ist so eine Faustregel. Das hängt natürlich sehr am Design des Reaktors, um zu brüten. Ja, hier haben wir jetzt kurz was noch über die Endlagerung. Also das ist das große Problem. Also abgesehen davon, dass Kernreaktoren eben diese großen Unglücke verursacht haben, also Tschernobyl und dann Fukushima, aber noch mehr Unglücke natürlich, aber das sind so die größten gewesen, haben wir noch das Endlagerproblem. Und was man so in den westlichen Ländern, in Europa zumindest, überlegt, ist eben das Einschmelzen in so eine Glasschmelze. Also man rührt den Atommüll, also den hochradioaktiven Müll, der, an den man, wo man jetzt
jetzt möglichst weniger als 5 Sekunden daneben stehen sollte, weil man sonst eine tödliche Dosis abgekriegt hat, rührt man in eine Glasschmelze ein. Und zwar in eine Glasschmelze, weil wenn man den jetzt wirklich zigtausende von Jahren lagern will, dann ist das Problem immer das Grundwasser. Also es geht um unterirdische Endlager. Und das Grundwasser, das erodiert mit der Zeit alle möglichen Behälter und dann könnte diese gefährliche Radioaktivität über das Grundwasser wieder an die Oberfläche kommen oder das Grundwasser kontaminieren. Und das will man verhindern und da ist so eine Glasschmelze ist eine gute Idee, weil Glas ist ja, passiert nichts mit dem Wasser, auch über ganz lange Zeiträume hinaus nicht und ist auch insgesamt sehr stabil. Und dann wird das alles nochmal in so eine Stahlkokille hier, das ist nochmal ein Stahlbehälter, wird das eingefüllt. Und das sind eben solche Behälter für die unterirdische Lagerung über zigtausende von Jahren. Also Glasschmelze und dann so eine Kokille. Aber da sollte man tunlichst nicht daneben stehen, denn so eine Kokille, selbst wenn also der Atommüll eingeschmolzen ist in so eine Glasschmelze im Innern dieses Stahlbehälters, ist tödlich radioaktiv. Borsilikatglas. Okay, also das zur Endlagerung. Gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt viel Kritik an der Endlagerung. Die meisten also sind alle dagegen. Nur wir haben ja Atommüll und der muss endgelagert werden. Also wir können ja nicht einfach ignorieren oder den immer auf der Autobahn hin und her fahren oder sowas. Er muss ja erstmal endgelagert werden. Erstmal sage ich deswegen, da war das Wörtchen erstmal, weil daran gearbeitet wird, mit bestimmten neuen Reaktortypen sogar existierenden Atommüll, also abgebrannte Brennstäbe, hochradioaktiv, den zu verbrennen, also verbrennen im Sinne der Kernreaktion, die also einfach diesen Müll mit reinzukippen in eine ongoing, eine laufende Kettenreaktion und den damit zu entschärfen. Das muss dann immer noch endgelagert werden, so das Konzept, aber nur noch einige hundert Jahre. Ja, ist immer noch lange, aber noch wesentlich weniger als 100.000 Jahre. Ja, okay, das zur Endlagerung nur kurz. Hier jetzt ein Filmausschnitt, den habe ich zusammengeschnitten von Quarks. Und zwar war das ein Quarks-Movie aus dem, ist ARD, glaube ich, oder WDR ist das, ja genau, also ARD, erstes Programm in Deutschland. Ist ein Zeitdokument, nämlich eine Woche nach Fukushima, nach dem Unglück, also nein, das muss noch spezieller sein, eine Woche nach dem Erdbeben und der Tsunami. Und da war es noch nicht klar, ob dieser Kernunfall, die Kernschmelze, überhaupt unter Kontrolle gebracht werden kann. In den Reaktorblöcken, es waren mehrere, also 4 waren stark betroffen und 2 sind, glaube ich, explodiert. Ob man die Kettenreaktion und die enorme Freisetzung von Radioaktivität in Japan, in dieser Region, überhaupt unter Kontrolle bekommt. Und das ist ein Zeitdokument und das will ich hier, ich glaube, es sind 6 Minuten, die ich da aus diesem viel längeren Quarks-Film zusammengeschnitten habe, das will ich hier jetzt mal reinschneiden. Also das ist das Jahr, hier steht es, also die Katastrophe, die Tsunami im Wesentlichen war am 11.03.2011. Freitag, 11. März, 14.50 Uhr Ortszeit. Japan wird von einem Erdbeben getroffen. Stärke 9,0. Solch ein Wert wurde bisher noch nie erreicht. Und dennoch halten die Gebäude und Industrieanlagen stand. Japan ist auf Erdbeben gut vorbereitet. 11 Atomanlagen werden automatisch abgeschaltet, bleiben aber unbeschädigt. Aber dann folgt ein Tsunami. Eine bis zu 10 Meter hohe Flutwelle erreicht die Ostküste Japans. Denn das Zentrum des Bebens lag im Meer. Nichts hält der Kraft des Wassers stand. Die Folgen der Flutwelle lassen sich bis heute noch gar nicht abschätzen. Von den Atomkraftwerken in der Gegend von Fukushima wird der Alarm abnormaler Zustand gemeldet. Die Atomkomplexe Fukushima sind ohne Strom. Es werden Probleme mit den Kühlsystemen gemeldet. Dieser Atomkomplex besteht insgesamt aus 10 Reaktoren. Die Meldungen der letzten Tage überschlagen sich. Nun machen wir uns einmal ein genaues Bild der jetzigen Situation. Denn an einigen Reaktoren gibt es große Probleme, vor allem in Fukushima. Wenn man sich Japan anschaut, insgesamt gibt es über 50 Atomanlagen und hier oben im Norden die beiden Komplexe Fukushima 1 und 2. Insgesamt gibt es dort 10
Kernkraftwerke. Nur mal zum Vergleich, in Gesamtdeutschland gibt es 17. Nun, der Komplex Fukushima 1 ist das große Sorgenkind gewesen. Die Gefahr der Kernschmelze droht immer noch. Nun, was genau versteht man darunter? Das Bild der Zerstörung haben Sie gesehen, aber wir wollen uns den Ablauf mal im Detail anschauen. Vor einer Woche sah die Anlage noch so aus, hier die vier Blöcke, 1, 2, 3 und 4. Und wir gucken uns jetzt mal genauer an, was in Block 1 passiert ist. Damit hat das Ganze ja auch begonnen. Es handelt sich um einen Siedewasserreaktor. Das bedeutet Folgendes, hier ist der Reaktorkern, also hier findet die Kettenreaktion statt. Dabei entsteht Wärme. Die Wärme heizt das Wasser auf. Das hier nennt man dann den Reaktorkern. Und das heiße Wasser bzw. der Dampf treibt dann hier eine Turbine an. Das ist der Regelfall. Und dann kam das Erdbeben. Nun, beim Erdbeben ist es so, dass der Reaktor automatisch abgeschaltet wird. Die Absorberstäbe fahren ein. Und das Ganze wird auf Notstrombetrieb umgeschaltet. Das funktionierte, aber dann gab es das Problem, der Tsunami führte dazu, dass die Dieselgeneratoren beschädigt wurden. Und genau dadurch gab es dann Probleme in der Kühlung, denn Kühlwasser kam nicht dazu. Und das ist der wichtige Unterschied zwischen einem Kernreaktor und einem Auto. Bei einem Auto dreht man den Schlüssel rum und der Motor steht. Beim Kernreaktor ist es so, selbst im ausgeschalteten Zustand entsteht hier immer noch Wärme, und zwar durch den Zerfall der radioaktiven Spaltprodukte. Und das ist sehr viel Wärme, in Block 1 am Anfang etwa 10 Megawatt. Und diese Wärme, die muss abgeführt werden, denn ansonsten droht die Kernschmelze. Also kühlen ist das oberste Gebot. Und das war am Anfang nicht möglich. Der Druck im inneren Behälter stieg an und die Techniker waren gezwungen, Druck abzulassen, das sogenannte Venting. Und dabei entweichten auch radioaktive Stoffe wie Cäsium-137 und Jod-131. Und es gab noch ein Problem. Die Temperatur im Innern des Kerns war inzwischen so groß, über 900 Grad, dass es zu einer Reaktion zwischen Wasserdampf und den Metallen kam. Und dabei bildete sich Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff gelangte nun in das Gebäude und dann gab es eine Knallgasexplosion. Wir haben es alle im Fernsehen gesehen und das Dach wurde zerrissen. Das passierte bei Block 1, das passierte noch dramatischer bei Block 3, denn die Leistung in Block 3 ist fast doppelt so groß gewesen. In Block 2 hat man versucht, ein Loch hineinzugehen, damit das Dach nicht um die Ohren fliegt. Nun, das große Problem ist nach wie vor die Kühlung. Und diese Kühlung musste erfolgen. Von innen klappte es nicht. Und man hat dann einen unkonventionellen Weg gewählt. Und zwar hat man genau in diesem Zwischenraum, zwischen Reaktorkern und dem großen Stahlbehälter drumherum, Wasser eingebracht und hat auf die Art und Weise versucht zu kühlen. Nun, im Moment ist es so, das funktioniert, aber von Zeit zu Zeit ist der Druck immer noch zu groß. Dann wird Druck abgelassen. Das sind genau die Momente, wo dann die Radioaktivität wieder nach oben geht. Aber danach, wenn das Ventil geschlossen ist, geht sie wieder runter. Nun, langfristig hofft man irgendwann, einen Wärmetauscher anzubringen, um damit zu kühlen. Denn man muss sich klar machen, dieses Problem existiert nicht nur heute und morgen, sondern über einen sehr langen Zeitraum von Tagen und Wochen. Die Techniker sind gezwungen, das zu tun. Und man muss sich klar machen, im Moment sind etwa nur noch 50 Techniker vor Ort. Nun, wenn das nicht passiert, kann es dramatische Folgen haben. Es kann dann tatsächlich zu einer völligen Kernschmelze kommen. Die reagiert unter Umständen mit Wasser. Es gibt eine riesige Wasserstoffexplosion. Und dann passiert der Super-GAU, nämlich große Mengen radioaktiven Materials aus dem Reaktorkern kommen nach draußen. Und dann steigt natürlich die Aktivität nicht nur in der Umgebung, sondern auch in weiten Bereichen dieser Region. Also in Japan droht im Moment genau das zu passieren. Kühlung ist nach wie vor das oberste Gebot. Und wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, es sind nicht nur die Reaktoren, die ein Problem machen, sondern Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, auch die sogenannten Abklingbecken. Nun, Abklingbecken kann man sich so vorstellen wie große Swimmingpools, in denen alte Brennstäbe, die ja immer noch Wärme produzieren, lagern. Der Swimmingpool ist trocken gelaufen, also auch dort gab es ein Problem. Und alles das zeigt Ihnen,
Ein Reaktor lässt sich eben nicht so einfach abschalten. Ja, das war also mein kleiner Filmausschnitt aus dieser Quark-Sendung. Eine Woche, glaube ich, ungefähr nach dem Beginn der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und hier wurde eigentlich sehr schön erklärt, wieso Fukushima oder überhaupt ein Kernreaktor weiter gekühlt werden muss. Eben weil diese Spaltfragmente, die da entstehen, so einen gewaltigen Neutronenüberschuss haben, sind sie alle hoch radioaktiv. Und gerade in den ersten Minuten, Stunden, Wochen und sogar Monaten, je nachdem wie alt die Brennstäbe im Reaktor sind, also wie viel an spaltbarem Material sich inzwischen da akkumuliert hat und wie der Reaktor gebaut ist, ob es eben ein Riesenreaktor ist mit 3 Gigawatt thermischer Leistung, da ist ja jetzt ein geringer Prozentsatz von Restwärme oder Nachzerfallswärme ist der Fachausdruck, der sind ja immer noch dann 3 Gigawatt, also sagen wir mal 10 Megawatt Heizung. Das führt auf die Dauer, wenn ich nicht kühle, eben trotzdem zur Kernschmelze. Und deswegen müssen diese Reaktoren, wenn sie abgeschaltet worden sind, eben weiter gekühlt werden. Und das ist ein Riesenproblem. Also das sind die Probleme. Und das sind eben bestimmte Reaktortypen, die da besonders anfällig sind. Und heute wird darüber nachgedacht, wie man diese verschiedenen Probleme der Kernenergie eben angehen kann, weil aus Gründen des Klimaschutzes die Kernenergie jetzt eben doch wieder, zumindest in China und in den USA, wieder interessant geworden ist. Probleme und Lösungswege. Also da steckt ein Haufen Physik dahinter, das führt zu weit. Nur diese eine Folie hier und dann gehe ich auf die Fusion ein. Ja, ich habe schon wieder eine Stunde geredet. Kontrollverlust der Kettenreaktion ist ein Problem, das heißt, die Kettenreaktion ufert aus und das ist Tschernobyl gewesen, aber das liegt am Konstruktionsproblem mit dem Graphitmoderator. Mit einem wassermoderierten Reaktor kann das eigentlich nicht passieren, weil das Wasser verdampft dann sofort und dann geht die Kettenreaktion mangels Moderation aus und das nennt man den negativen Dampfblasenkoeffizienten. Sowas sollte eigentlich mit modernen Reaktoren nicht passieren. Dann schon viel ernster, die Kernschmelze durch die Nachzerfallswärme und das ist Fukushima. Da gibt es eben diese Generation 4 ist es, glaube ich, also den European Pressurized Reactor. Das ist ein ganz moderner Reaktor, der sich aber eben, das ist auch ein Riesenbrummer, ein 3 Gigawatt thermische Leistung Reaktor, der wird in Europa hergestellt, kann man kaufen. Aber der hat eben genau dieses Problem, dass selbst wenn die Nachzerfallswärme nur noch 1-2% der thermischen Nennleistung ist, ist das immer noch zu viel, da würde immer noch schmelzen, braucht also immer eine aktive Kühlung. Und da gibt es einen sogenannten Core-Catcher. Der ist so gebaut, dass wenn der Kern schmilzt, also diese ganzen metallischen Brennelemente mit den Uranpellets da drin, wenn das alles schmilzt, ja, Zirconium ist, glaube ich, das Material, das Metall, und das ist dann so eine heiße Lava, die runtertropft, die wird in einem speziell darunter angeordneten Betonbecken aufgefangen und verbreitert, also so, das fließt dann auseinander, damit die Kettenreaktion dann zum Stillstand kommt. Eine andere Möglichkeit ist ein ganz anderer Reaktortyp, der Hochtemperaturreaktor, der läuft sowieso bei 1000 Grad Celsius, der schmilzt auch nichts mehr, der ist mit Graphit, da ist nur Graphit drin und Helium als Kühlung. Ein Hochtemperaturreaktor ist sowieso schon sehr, sehr heiß, da ist innen Weißglut. Und so ein Reaktor, der kann zumindest mal die Nachzerfallswärme, die spielt da gar keine Rolle mehr, weil die Betriebstemperatur ist sowieso beliebig hoch. Dafür ist der Design bis 2000 Grad. Also das ist grellste Weißglut im Innern des Reaktors, ist ja thermisch stabil. Okay, Small Modular Reactors, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, das ist der neue, sowas wie der Superhit der Kernindustrie, kleine Modularreaktoren mit Leistung um 50 Megawatt, die können passiv gekühlt werden, weil der Reaktorkern ist sowieso sehr, sehr viel kleiner und das ist günstiger vom Oberfläche-Volumen-Verhältnis her, da reicht eigentlich die Abstrahlung durch die Außenwand, der braucht keine aktive Kühlung nach dem Abschalten. Oder eben der Flüssigsalzreaktor, das ist ein ganz besonderes Konzept, also scherzhaft könnte man sagen, wir haben alle Angst vor einer Kernschmelze bei den konventionellen Reaktoren und der Flüssigsalzreaktor, da ist der Kern sowieso flüssig. Es ist eine höllische Flüssigkeit, nämlich ein Salz bei einigen, also was ist die Temperatur von diesem Salz? Das habe ich auch in meinen Specials mal näher betrachtet, diesen Flüssigsalzreaktor, es waren also 500 Grad Celsius, also jedenfalls flüssiges Salz, bestimmte Salze sind das, die da verwendet werden und da drin ist das Brennmaterial gelöst, also so wie ich Zucker im Kaffee auflöse,
auflöse, kann ich in so flüssigem Salz, kann ich mein Brennmaterial, also Uran-235, auflösen. Und ich kann das ist das eigentliche Brennmaterial. Also da geschieht die Kettenreaktion. Und der ganze Kern ist also sowas mit Röhren von diesem heißen Salz. Das wird umgepumpt und ich kann ständig die Spaltprodukte rausfiltern. Da könnte ich also online eine permanente Wiederaufbereitung machen. Also eine ganz raffinierte Sache. Auf jeden Fall ist es, der Kern ist sowieso schon geschmolzen. Also dagegen ist dieser Reaktor immun. Aber den gibt es noch nicht. Also das ist ein Konzept, was es, glaube ich, nur theoretisch gibt. Oder ja, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es schon mal einen Testreaktor gab. Auf jeden Fall eine interessante Sache aus verschiedenen Aspekten heraus. Auch als Thoriumreaktor geeignet. Erschöpfung der Uranreserven, okay, dann geht es um Brüterreaktoren und da sind wir eben bei dem Hochtemperaturreaktor, Flüssigsalzreaktor, die sind auch als Brüterreaktoren geeignet, Uran-238 oder Thorium-232 nutzen. Aber das sind dann eben andere Reaktoren als die heute üblichen Reaktoren. Und die Endlagerung, da kann man wieder Aufbereitung machen, aber das ist natürlich mit diesem höllischen Material, wieder Aufbereitung machen bei hoher Radioaktivität, ist so eine Sache. Es gibt ja wieder Aufbereitungsanlagen, zum Beispiel in Großbritannien, Sellafield. Dann die Verbrennung im Flüssigsalzreaktor. Der Flüssigsalzreaktor mit diesem Salz, was ich gerade angedeutet habe, da wird gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, das sind so Überlegungen, das wurde ja noch nicht gemacht. Da kann man den hochradioaktiven Müll, den wir heute schon haben, einfach mit reinkippen in diese flüssigen Salze und der wird entschärft. Das Plutonium da drin, das wird gespalten, verschwindet und es bleiben nur kurzlebige Radionuklide übrig. Ich habe dann immer noch eine Endlagerung, aber nur noch für hunderte von Jahren. Okay, und dann Thoriumreaktor, da haben wir dann auch nicht das Problem mit dem Plutonium, weil ich den Reaktor, also Thorium, muss ich zu Uran-233 erbrüten. Und das Uran-233, da bildet sich kein Plutonium mehr, weil das zu weit weg ist. Ja? Wenn ich, da gibt es ja kein Uran-238 da drin, ich gehe ja vom Thorium-232 aus, in dem radioaktiven Müll eines Thoriumreaktors sind keine Transuranide und deswegen muss ich den Atommüll auch nicht mehr so lange, also nur noch Jahrhunderte lagern. Und dann gibt es noch eine Problemlösung für die Endlagerung, das ist die Transmutation. Da nutze ich Beschleunigertechnologien aus, also schieße mit meinetwegen Neutronen, schnellen Neutronen auf den Atommüll in der Hoffnung, den zu entschärfen. Nur, also es gibt Leute, die daran forschen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil der Wirkungsgrad von Beschleunigern, Energie rein und ein beschleunigter Teilchenstrahl, also meinetwegen Protonenstrahl, raus, das ist ein katastrophal niedriger Wirkungsgrad. Und mit diesem Strahl schieße ich dann auf meine Behälter mit dem hochradioaktiven Atommüll. Da brauche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie. Also vielleicht mehr Energie, als ich vorher aus der Kernspaltung, die diesen Atommüll verursacht hat, gewonnen habe. Das wäre dann also nur möglich, wenn wir Energie ohne Ende haben, diese Transmutation. Also eine aktive Zerstörung mit Teilchenbeschleunigern von dem radioaktiven Atommüll. Aber geforscht wird daran, um den Atommüll dann mal irgendwie endgültig loszuwerden. Okay, das sind also Probleme und Lösungswege. Interessant eben heute so einige neue Reaktortypen, über die nachgedacht wird und Small Modular Reactors, das scheint also schon nah an der Serienfertigung zu sein in China und auch in den USA. Aber das sind eigentlich normale Druckwasserreaktoren, nur eben kleine. Da ist es sehr viel einfacher, die passiv zu kühlen. Okay, das also zu modernen oder neuen Ideen aus der Kernforschung oder aus der Kernreaktorindustrie, die jetzt wieder ein gewisses neues Interesse auf sich zieht, weil sie Kernenergie grundlastfähig ist und wir eben dieses verflixte Problem haben, dass die Klimaerwärmung also erfordert, dass wir CO2-frei Strom erzeugen oder überhaupt Energie erzeugen. Ja, da gibt es dann noch einen Traum, denn ich sagte ja schon, das ist die starke Wechselwirkung, die wir mit der Kernspaltung anzapfen, millionenmal stärker als die elektromagnetische, also zumindest in Volumina, also pro Kilogramm. Und nur mit der starken Wechselwirkung werden wir jemals die Sterne erreichen. Wenn wir also mal jetzt mit den großen Teleskopen, da sind auch welche neuen Bau, eine zweite Erde entdecken, da wollen wir ja wenigstens, oder einen erdähnlichen Planeten, wollen wir wenigstens mal eine Sonde hinschicken. Ja? Und so eine Sonde mit einem chemischen Antrieb,
Prinzip, da könnte man auch mit dem Fahrrad versuchen, zum Mond zu fahren. Ja, das klappt irgendwie nicht. Also da brauchen wir irgendwie einen Antrieb, der ein bisschen mehr Power hat. Und das wäre dann eigentlich die Fusion. Die Fusion ist nochmal ein Faktor 10 ungefähr pro Kilogramm gerechnet in Energiedichte stärker als die Kernspaltung. Und mit der Fusion kann man wenigstens mal drüber nachdenken, irgendetwas zu einem benachbarten Sonnensystem zu schicken. Also wenigstens der Griff zu den Sternen. Für die Erde würde es bedeuten, dass man, wenn die Fusion jemals laufen würde, dass man Energie ohne Ende hätte. Also wieder der alte Traum. Und die Fusion, so zumindest die Anhänger der Fusion, also diese Reaktoren können eigentlich nicht explodieren, sondern es sind Vakuumgefäße, die können also allenfalls implodieren. Also die saugen sich in, also die sind ungefährlich, was da solche Unfälle angeht. Und auch der radioaktive Müll ist auf jeden Fall ein, also Faktor 100 oder sowas, weniger kritisch als bei der Kernspaltung. Also das ist eine ganz andere Größenordnung. Es gibt auch radioaktiven Müll, auch das Reaktorgebäude selber wird durch die Neutronen, die in der Fusion entstehen, wird eben aktiviert. Es gibt eine Neutronenaktivierung, die umgebenden Materialien fangen sich Neutronen ein und dann machen sie typischerweise einen Beta-Zerfall. Also die Wandung eines Fusionsreaktors würde möglicherweise mit der Zeit radioaktiv werden, aber das steht in dem Gefahrenlevel in keinem Verhältnis zu einem abgebrannten Brennstab eines Uranreaktors, also Kernspaltungsreaktors. Also die Fusion hat sehr viele attraktive Aspekte, aber sie hat ein großes Problem. Es gibt sie noch nicht. Und es sagen immer die Forscher in der Fusion oder Entwickler, in 50 Jahren klappt es. Nur das haben sie eben vor 50 Jahren auch schon gesagt. Und heute sagen sie, es dauert noch 100 Jahre. Also es hat sich eher verlängert. Also deswegen sind da so ein paar Leute sehr skeptisch. Ja, aber es ist eben der Versuch der Menschheit, an die starke Wechselwirkung ranzukommen. Und wenn wir so viel Energie hätten, millionenfach mehr Energie, da könnten wir schon interessante Dinge tun. Ja. Okay, also hier nochmal das Bild. Das ist diese Bindungsenergie pro Kernbaustein hier. Und wir können also durch Spaltung ein bisschen Energie gewinnen. Aber hier von den leichten Kernen, ja, zu den stabileren hin. Und hier ist das Maximum ist bei Eisen, hatte ich ja schon mal gesagt, mit den Eisenkugeln. Da können wir ja gewaltig viel Energie gewinnen. Also wenn wir Protonen, Wasserstoff, und Wasserstoff haben wir ja ohne Ende auf der Erde, nämlich in den Meeren, nach H2O. Es geht an Atomkerne vom Wasserstoff. Da gibt es jede Menge. Wenn wir die zu Helium fusionieren, dann kriegen wir pro Kilogramm Wasserstoff ohne Ende Energie. Ja, phänomenal. Nur es ist eben leider technisch sehr schwierig. Und das will ich jetzt näher erläutern. Es ist die Energiequelle der Sonne selber. Und das ist ja eine Folie vom Institut für Plasmaphysik, heißt das, glaube ich, IPP, in München. Und die forschen eben an der Fusion. Es gibt noch eins in Greifswald. Die beiden Institute, Max-Planck-Institute, heißen gleich. Ich glaube, die gehören sogar zusammen. Und da in Greifswald, da wird sogar einer der beiden großen neuen Reaktoren, der ist da in Bau, beziehungsweise ist jetzt, glaube ich, fertig. Wendelstein ist das. Das werde ich gleich noch zeigen. Also IPP, also die Theorie wird sozusagen in München gemacht und das Experiment ist in Greifswald. Aber es geht darum, die Energiequelle der Sonne, also der Fixsterne selber anzuzapfen. Und im Innern der Sonne, also außen ist man ja der Meinung, die Sonnenoberfläche ist ziemlich heiß. Ne? Denkt mal, das sind 6000 Grad Kelvin, aber da kann man keine Fusion machen. Das ist viel zu kalt dafür, dass die Atomkerne sich berühren. Da muss es so heiß werden. Hitze ist ja die Bewegung der Atome bzw. der Atomkerne und die Atomkerne stoßen sich ja gegenseitig ab. Also wenn man zum Beispiel zwei Protonen fusionieren will, dann fliegen aufeinander zu, dann berühren die sich nicht, weil die sich gegenseitig abstoßen und fliegen dann einfach wieder auseinander. Ich muss die schon mit sehr viel Wucht aufeinander schießen und Wucht heißt hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, thermische Geschwindigkeit und das heißt eine fantastisch hohe Temperatur. Ja, und die zentrale Temperatur im Sonneninnern ist 14 Millionen Grad Kelvin oder Celsius, das ist ja kein großer Unterschied mehr. Und das entspricht einer mittleren kinetischen Energie von 1,5 Kiloelektronenvolt. Okay, das ist eine phänomenal hohe Energie. Also es ist eine unvorstellbar hohe Temperatur. Und dann haben wir sehr hohe Dichten und der Druck ist auch sehr hoch, aber für die Fusion ist eigentlich nur ein Parameter wichtig, das ist die Temperatur. Druck und Dichte bestimmen nur die Reaktionsrate, aber dass die Fusionsreaktion überhaupt stattfindet, das erfordert, dass sich die beiden Protonen und die Proton-Proton-Fusion, hier ist die primäre Reaktion gelb gezeichnet, das ist der entscheidende Schritt. Die beiden Protonen, die Atomkerne des Wasserstoffs, die müssen sich nah genug kommen, dass die starke Wechselwirkung einsetzt. Und das geschieht erst bei Temperaturen oberhalb eigentlich von 14 Millionen Grad Kelvin.
Ja, da, also die Gesamtleistung ist gewaltig. Die Sonne verbrennt, und das verbrennt ist in Anführungsstrichen, also damit ist gemeint eine Fusionsreaktion, 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 596 Millionen Tonnen Helium pro Sekunde. Also die Sonne ist eben ziemlich groß, ne? Deswegen merkt man den Massenverbrauch nicht so richtig. Also der erste Schritt ist Proton-Proton, die müssen eben so dicht kommen, dann bildet sich Deuterium und das macht dann noch so einen Beta-Plus-Zerfall. Und dann geht es weiter hier in mehreren Schritten, also in zwei weiteren Schritten zum Helium-4. Und da wird pro Elementarprozess zum Helium 26,7 Megaelektronenvolt frei. Vorhin hatte ich gesagt, pro Spaltung 200 Megaelektronenvolt beim Uran. Aber das ist ja pro Kilogramm die Energiedichte. Ich meine, der Wasserstoff ist ja viel, viel leichter, sodass wir pro Kilogramm etwa 10-mal höhere Energiedichte haben bei diesem Fusionsprozess als bei einer Kernspaltung. Also weil Uran einfach sehr schwer ist deswegen. Gut, Fusionsreaktor. Und da haben wir jetzt das nächste Problem. Die Sonne kann sich ganz niedrige Reaktionswahrscheinlichkeiten leisten, weil sie unglaublich groß ist. Da ist eine Energiedichte im Innern pro Kubikmeter, ich glaube, es sind nur Watt oder so. Also ganz wenig Energie wird da pro Kubikmeter produziert. Das wäre jetzt aber für uns nicht praktikabel. Da müssten wir ja einen Fusionsreaktor bauen, der 1 Kilometer Durchmesser hat, damit da ordentlich mal was rauskommt. Sondern wir müssen noch höhere Temperaturen haben hier für einen Fusionsreaktor vernünftiger Größe, sagen wir mal mit 100 Meter Durchmesser oder was praktikableres, 20 Meter Durchmesser. Für so einen Fusionsreaktor müssen wir 100 Millionen Grad haben oder eigentlich 200 Millionen Grad. Also noch höher als im Zentrum der Sonne. Diese Temperatur kann man sich nicht vorstellen. Das sind fantastische Temperaturen, ja. Okay, und das Problem ist dann, Fachausdruck, die Energieeinschlusszeit. Ja, also natürlich, wenn ich jetzt ein Plasma habe, das ist ein Gas, was so eine hohe Temperatur hat, das ist ein Plasma, da habe ich gleich eine Folie dazu. Wenn ich jetzt so ein heißes Plasma habe, dann strahlt das natürlich wie verrückt Wärme ab. So wie wenn ich jetzt hier meinetwegen ein weißglühendes Stück Eisen hier hätte, dann würde ich die Wärme ja spüren. Es würde sich auch sehr schnell abkühlen und das ist ja nur 1000 Grad heiß. Und wenn das jetzt 15 Millionen Grad heiß ist, dann kühlt das in der Millisekunde oder in der Mikrosekunde ab. Das heißt, die Abkühlung, die Abstrahlung, die bewirkt, dass ich das gar nicht so heiß kriege, weil ich zu viel Abstrahlung habe von einem derartig heißen Objekt. Und das wird aber immer einfacher, je größer das Ding ist. Na, weil die Abstrahlung geschieht nämlich durch die Oberfläche. Die Energieproduktion in der Fusion geschieht aus dem Volumen heraus. Das heißt, ich muss das Volumen größer machen, dann habe ich da mehr Fusion, ist mehr Fusion los. Und die Oberfläche ist anteilig, aber geringer. Oberfläche-Volumen-Verhältnis, das wird immer besser, je größer ein Objekt ist, sodass ein Fusionsreaktor einfach groß sein muss, damit er überhaupt eine Chance hat, diese phänomenalen Temperaturen zu realisieren. Oder wie lange bleibt der Kaffee warm? Wenn ich so eine kleine Espresso-Tasse habe, die kühlt ganz schnell ab. Deswegen haben die immer so dicke Wandungen da in Italien oder so, wo man den professionellen Espresso kriegt. Lösung Größe, und das ist das Verhältnis Oberfläche zu Volumen. Der bisher größte Reaktor Jet, das war glaube ich in England, produzierte 16 Megawatt Fusionsleistung, Leistung ist das, benötigte aber 30 Megawatt Heizung. Aber er hat immerhin mal Fusion gehabt. Er hat also man musste mehr heizen, als dann wirklich rauskam. Aber immerhin, also er hat ja mal Fusion gemacht. Und zwar braucht man da eine spezielle Mischung eines Gases. Es geht nicht einfach mit Wasserstoff, so wie die Sonne läuft ja einfach mit Wasserstoff. Aber im technischen Reaktor geht auch das nicht. Da brauche ich eine spezielle Mischung. Und ITER ist doppelt so groß. Also ITER ist ein Reaktor, der jetzt in Bau ist. Und man hofft, 2025, dass wir da die erste Fusions- oder überhaupt mal ein Plasma da drin erzeugen können. Ob sie Fusionen machen wollen, ist noch eine andere Sache. Erstmal überhaupt mal Betrieb machen mit Plasma, um die Magnetspulen zu testen. 2025, ich zeige da gleich ein bisschen längeren Film. Ja, ich fürchte, ich werde überziehen, diesmal hoffnungslos, aber ich habe insgesamt 3 Filme eingebunden. Und die Filme kann man ja vorspulen, ne? Die zählen nicht zur Vorlesungszeit, das ist ja just for fun. Okay, 500 Megawatt Fusionspower, 10-mal mehr als die Heißleistung. Das wäre also ein Reaktor, immer noch ein Forschungsreaktor, der ITER, der aber immerhin mal mehr Energie erzeugt im Betrieb, im Fusionsbetrieb, als er an Heizleistung verbraucht. Und die Heizung, wie heizt sich denn so einen Reaktor? Der ist erstmal mit neutralen Wasserstoffgasen gefüllt. Das ist eine Mischung aus Deuterium und Tritium, alles Wasserstoff, Isotope. Und da
Der ist erstmal neutral. Du musst das heiß machen. Und das mache ich mit Neutralteilcheninjektion. Das heißt, ich habe sowas wie einen Teilchenbeschleuniger und schieße da schnelle Teilchen ein. Die beschleunige ich zum Beispiel als Protonen oder sowas. Aber Protonen würden nicht in den Ether reinkommen, weil das nämlich ein sehr starkes Magnetfeld ist, wo das Plasma eingesperrt ist. Und dann kann ich keinen Ionenstrahl reinschießen. Ich kann aber neutrale Teilchen einschießen. Das heißt, für die Heizung des Plasmas, damit der Ether überhaupt mal loslegt, damit er heiß genug wird, brauche ich einen extrem intensiven, hochenergetischen Teilchenstrahl aus Neutralteilchen. Wie man das macht, das alleine ist schon eine Wissenschaft für sich. Und da geht es immer um 100 Megawatt oder sowas. Also super intensive Teilchenstrahlen für die Heizung von dem Biest. Also um das Gas erstmal zu heizen, damit es ionisiert wird. Und das nennt man Neutralteilchen. Das kommt kurz in dem Film vor, den ich gleich zeigen werde. Ja, hier nochmal Bilder von diesem Vortrag von Michael Drevlak. Den hatten wir mal in so einer Vorlesung, als die noch live waren vor der Pandemie, hatte ich den mal eingeladen aus München. Der hat also einen Gastvortrag in meiner Vorlesung gehalten, hat hier diese Kaffeekanne gezeigt. Also hohe Temperatur, 150 Millionen Grad. Ich hatte mir eigentlich 200 Millionen Grad gemerkt, aber das ist auf jeden Fall unglaublich hohe Temperatur. Dann braucht man eine gewisse Dichte, 10 hoch 20 pro Kubikmeter, entspricht einem 500.000stel der Atmosphärendichte, aber bei dieser Temperatur ist das trotzdem ein hoher Druck. Ja, gute Einschlusszeit, Wärmeisolierung. Ja, und das ist eben diese Energieeinschlusszeit, sollte 5 Sekunden sein. Also in 5 Sekunden wäre das Plasma abgekühlt. Das bedeutet für so hohe Temperaturen schon eine fantastisch gute thermische Isolation. Und das Fusionsprodukt aus diesen drei Größen hier, das ist die Temperatur mal diese Abklingzeit der Temperatur mal die Teilchenzahl. Das ist das Fusionsprodukt. Das muss ausreichend groß sein, damit das Plasma zündet. Fusion, ich hatte jetzt also Energieeinschlusszeit genannt hier, das ist dieses TE. Und die Teilchendichte ist eben, ja, also wie viel Gas ich da drin habe, damit die überhaupt mal zusammenstoßen können, brauche ich ja eine gewisse Dichte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und die Temperatur. Ich kann die drei Zahlen miteinander multiplizieren und das ist eine Kenngröße eines Fusionsreaktors, das Fusionsprodukt. Was ist ein Plasma? Bei so hohen Temperaturen lösen sich die Elektronen von den Atomkernen und alles fliegt unabhängig voneinander durch die Gegend, weil die Bindungsenergie zwischen negativen Elektronen und positiven Atomkernen spielt keine Rolle mehr bei so großen Temperaturen. Das heißt, wir haben hier den Normalzustand und hier rechts, das ist der Plasmazustand. Das Ganze ist immer noch neutral, aber es fliegen die Elektronen und die Protonen bei Wasserstoff, die fliegen unabhängig voneinander einfach munter durch die Gegend. Und sowas kann ich mit Magnetfeldern ablenken oder auch einsperren. Und deswegen, also heißes Plasma kann ich ja unmöglich in den Behälter tun, weil die Behälterwandlung, die verträgt maximal ein paar tausend Grad, dann schmilzt sie. Und wir reden jetzt aber über 100 Millionen Grad. Das heißt, die Wandlung ist ein Magnetfeld. Das Plasma ist in ein Magnetfeld eingesperrt. Fusion benötigt hohe Temperaturen und so weiter. Ja, gut. Auswahl der Ja, und dann müssen wir jetzt noch das richtige Brennmaterial suchen. Nämlich, wir brauchen eigentlich wieder einen großen Wirkungsquerschnitt. Die Reaktion, die Fusionsreaktion Proton-Proton, die in der Sonne passiert, hat einen ganz kleinen Wirkungsquerschnitt, weil die Sonne hat eben Milliarden Jahre Zeit für ihre Fusionsreaktion. Das haben wir nicht. Wir brauchen was Schnelleres. Und die Proton-Proton-Reaktion, die hat eben diese schwache Wechselwirkung, den Beta-Zerfall, der da gleichzeitig mit auftreten muss, weil sich ein Proton in ein Neutron umwandeln muss, um einen Deuteriumkern zu produzieren. Deswegen ist die PP-Fusion, also die reine Wasserstofffusion, also einfach gesprochen, für die technische Fusion auf der Erde nicht geeignet. Außer wir haben eben Millionen Jahre Zeit. Haben wir nicht. Wir müssen schneller fusionieren und bei vernünftigen Temperaturen. Und da gibt es nur das Gemisch aus Deuterium und Tritium. Da komme ich aber gleich zu. Hier nochmal was zum magnetischen Einschluss. Da gibt es hier so eine Animation, die will ich mal starten. Da wird also gezeigt, wie ein Atomkern und ein Elektron hier, dass die um Magnetfeldlinien so unterwegs sind. Also die werden so eingefangen, die spiralisieren um Magnetfeldlinien. Das ist die Lorentzkraft, die hier eine Rolle spielt. Das heißt, ich habe jetzt die Teilchen hier in XY-Richtung, also in dieser und in dieser Richtung, habe ich sie eingesperrt. Entlang der Magnetfeldlinie können sie aber nach oben und nach unten entkommen. Das heißt, wenn ich das unter Druck habe, dann würden die, also wenn ich einfach eine lange Magnetspule habe, dann würden die einfach an den Enden der Magnetspule rausflutschen. Ne? Also weil da ist ja kein Widerstand, da fliegen sie einfach raus. Da muss ich mir also noch was einfallen lassen. Aber das Magnetische hier, das kann ich natürlich schon machen, und zwar mit einem Trick. Und zwar, wenn ich eine lange Spule habe, dann kann ich die einfach zu einer Ringspule
verbinden, dann die beiden Enden zusammentun, dann habe ich ein geschlossenes Magnetfeld und da kann ich ein hochtemperiertes Plasma einschließen. Insgesamt gibt es drei Prinzipien des Plasmaeinschusses. Die Gravitation, das ist die Sonne, also dann könnten wir hier ein schwarzes Loch realisieren auf der Erde, wäre eine Idee. Können wir aber noch nicht. Hätte auch gewisse Risiken, ein schwarzes Loch. Ja, Trägheit, ja, da komme ich nochmal dazu. Trägheitsfusion ist die folgende. Ich nehme eine Pille aus dem Fusionsgemisch, Deuterium, Tritium, zwei Wasserstoffisotope, einfach ein kleines Pellet aus gefrorenem Wasserstoff und schieße da mit einem Haufen Lasern drauf. Und wenn ich da aus allen Richtungen mit starken Laserpulsen drauf schieße, dann wird das gleichzeitig komprimiert und im Augenblick der Kompression habe ich eine ausreichend hohe Dichte und eine ausreichend hohe Temperatur. Und dann fusioniert es, dann fliegt es allerdings im nächsten Augenblick auseinander. Es ist nur aufgrund der Trägheit für eine sehr kurze Zeitspanne hochdicht komprimiert. Das nennt man Trägheitsfusion, ist aber aus der Mode gekommen. Was noch geht oder was heute überlegt wird, ist magnetische Einschluss, Tokamak und Stellarator sind da die beiden Prinzipien. Ja. Ja, und das ist hier gibt es jetzt einen Text, ich hoffe, man kann den lesen, der verschwindet wieder unter meinem Tisch. Nutzung eines Magnetfeldes, Lorentzkraft. Magnetfeld in Fusionsmaschinen, typisch 2,5 bis 6 Tesla. Ja, 6 Tesla, also ich glaube, ab 10 Tesla oder 20 Tesla, also das ist dann schon ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Da habe ich mal einen Film gesehen, da ist das Magnetfeld so stark, dass selbst unmagnetische Stoffe, wie zum Beispiel Mäuse, das Magnetfeld spüren und sie schweben. Diamagnetismus ist das, glaube ich, oder Paramagnetismus, eins von beiden. Jedenfalls der normale, also Wasser, ein Wassertropfen und natürlich auch ein Lebewesen, ja hauptsächlich aus Wasser bestehen, die schweben in so einem Magnetfeld, was so dermaßen stark ist. Aber ich glaube, es ist mehr als 6 Tesla. Aber 6 Tesla ist auch schon eine Menge. Ja? Also ein starkes Magnetfeld ist essentiell für das Fusionsplasma. Und dann kann man ausrechnen, wie groß dieser Radius, der Gyrationsradius ist. Ionen 2 mm, Elektronen 45 Mikrometer und die Frequenz liegt bei 90 MHz. Und damit kann ich, also bei Elektronen 170 GHz, da kann ich eben auch mit Hochfrequenz heizen, indem ich die Teilchen mit dieser Gyrationsfrequenz anrege. Also ich kann auch die Heizung des Plasmas mit so einer Hochfrequenz, also wie eine Mikrowelle, kann ich heizen. Aber die Neutralteilcheninjektion hat da noch ein bisschen mehr Power. Aber Heizen eines Plasmas in einem solchen Tokamak-Reaktor wie dem ITER ist alleine für sich eine Wissenschaft. Gut, und das sind die Fusionsreaktionen hier, die zur Verfügung stehen. Die PP-Reaktion Proton plus Proton ist hier gar nicht drin, weil die hat einen so kleinen Wirkungsquerschnitt, das geht gar nicht. Deuterium, Tritium, Deuterium, Deuterium, Deuterium plus Helium und so weiter. Was einfach wirklich geht, ist Deuterium plus Tritium. Das sind zwei Isotope des Wasserstoffs. Deuterium ist ein stabiles Wasserstoffisotop und gibt es haufenweise in den Weltmeeren, weil es einfach zu einer sehr geringer Bruchteil eines Prozents Häufigkeit vom normalen Wasserstoff, aber eben es ist ein Teil im Weltmeer. Und Tritium ist radioaktiver Wasserstoff und den muss ich allerdings erzeugen. Den gibt es so nicht. Den kann ich aber erbrüten. Und da haben wir es wieder. Schon wieder eine Brutreaktion, weil wenn ich die Deuterium-Tritium-Reaktion mache und das ist die Reaktion der Wahl in einem Kernreaktor, dann bildet sich Helium-4, ein super stabiler Atomkern. Das ist auch das Endprodukt der Fusion in der Sonne. Plus ein Neutron. Also Deuterium besteht aus einem Proton und aus einem Neutron und das Tritium besteht aus einem Proton und zwei Neutronen. Und das Helium besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Da ist ein Neutron über, nämlich ein ungerades, ungepaartes. Und da ja diese Atomkerne keine ungepaarten Neutronen haben wollen, spuckt das Helium 5, was sich zunächst mal bildet, dann tatsächlich ein Neutron aus. Und das kommt da rausgeschossen. Das heißt, wenn unser Fusionsreaktor Fusion macht, dann bildet sich aus Deuterium Tritium, das ist das Brennmaterial, ein Gemisch 1:1, bildet sich Helium 4 und es kommen die ganze Zeit Neutronen raus. Und die schießen, die sind ja neutral, die werden nicht vom Magnetfeld eingefangen, die schießen in die Wandung, in das, da gab es einen Ausdruck dafür, wie das hieß. Also jedenfalls die Wandung von diesem, die eigentliche Stahlwandung von dem Gefäß, von dem Fusionsgefäß und da hält man Lithium bereit. Da brauchen wir also Lithium, das ist ja ein bisschen knapp wegen der Lithium-Ionen-Batterien, aber jedenfalls brauchen wir Lithium, 7-Lithium, das reagiert mit einem Neutron zu Tritium. Und so kann ich Tritium erzeugen mit den überschüssigen Neutronen, die in der Fusionsreaktion, meiner Fusionsreaktion Deuterium-Tritium entstehen. Das ist die Idee der technischen Fusion auf der Erde. Ein bisschen anders als die Fusion in der Sonne.
Ja, warum ist das so? Das liegt am Wirkungsquerschnitt. Ich hatte ja gerade die Wirkungsquerschnitte gezeigt für diese verschiedenen Brennstoffe eines Spaltungsreaktors, also Uran-235, Plutonium-239. Und bei Fusion gibt es auch sowas. Und da gibt es eine einzige Reaktion, die eine einigermaßen hohe Reaktionswahrscheinlichkeit bei einigermaßen niedrigen Temperaturen hat. Und das ist diese Kurve hier. Wir sind also hier. Das ist die Temperatur 10, 100.000 Millionen Grad. Und jetzt sehen wir an, wir können vielleicht 100 Millionen Grad realisieren. Da kommt jetzt die, was ist das, ein Proton plus 11 Bohr. Solche Reaktionen kommen alle nicht in Frage, weil das ist der Wirkungsquerschnitt in 10er Potenzen hier. Der ist ja ungefähr 0. Diese Reaktion hier ist bei 100 Millionen Grad absolut überlegen, weil die einen Faktor 10 höhere Wahrscheinlichkeit hat. Das heißt, wir können mit einigermaßen akzeptablen Dichten schon Fusionsraten realisieren. Wenn wir nämlich zu viel Deuterium-Tritium bei der Temperatur in einem Reaktor haben, dann ist der Druck so groß, dass das Magnetfeld dieses hochgedrückte Plasma, also es ist ja nur ganz wenig Plasma, ja, aber bei dieser fantastisch hohen Temperatur ist es einfach ein Gasdruck und das Magnetfeld hält das nicht. Das heißt, wir können da nur gewisse Dichten realisieren, da brauchen wir einen hohen Wirkungsquerschnitt und das ist nur Tritium T plus D, also Tritium plus Deuterium, diese Fusionsreaktion, die dann eben auch das als Produkt Helium 4 plus Neutron ergibt und das Neutron kann ich dann eben zum Tritium erbrüten nutzen. Ja, und das ist, sieht man hier an diesen Wahrscheinlichkeiten. Zündung von drei Parametern abhängig hier, Temperatur, Plasmadichte und Energieeinschlusszeit und das ist dieses Fusionsprodukt. Und hier stehen nochmal die Zahlen. 10 hoch 14 Teilchen pro Kubikzentimeter, relativ wenig. Aha, hier steht auch mal der Druck. Der Druck ist 10 bar. Bei dieser fantastischen Temperatur, bei Normaltemperatur, wären es nur 1 Millibar, 10 hoch minus 6 Bar. Was ist denn das? Das ist ein tausendstel Millibar ist das. Das ist also ganz wenig. Ja, aber durch diese hohe Temperatur ist es eben 10 Bar und mehr hält das Magnetfeld nicht, was wir realisieren können. Und dann eben nur ein paar Sekunden diese Energieeinschlusszeit. Hier ist dann nochmal diese Reaktion näher beschrieben. Also das ist ein Tritium-Atomkern. Die Elektronen schwirren da auch rum. Immer das ist insgesamt neutral. Deuterium und da kommt ein Helium raus und ein schnelles Neutron, mit dem ich das Tritium erbrüten kann. Das ist jedenfalls das Konzept der technischen Fusion, das heute überall in der Welt, also wenn jemand darüber nachdenkt, dann mit dieser Fusionsreaktion. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Also Plasma muss in Magnetfeldern eingesperrt werden, die müssen 10 bar Druck halten und das Problem an den Enden eines normalen Magnetfeldes, also so kollineare Feldlinien, die haben wir die Enden, ist Lösung ringförmige Spule, aber in einer ringförmigen Spule gibt es noch ein Problem und zwar, wenn ich eine ringförmige Spule, nehmen wir an Elektromagneten mit Wicklung, dann ist die Wicklungsdichte auf der Innenkurve dichter als auf der Außenkurve, sodass im Querschnitt des Ringes, das Magnetfeld innen in der Innenkurve höher ist als außen, weil die Wicklungsdichte bestimmt ja, wie viel Magnetfeld ich habe. Das heißt, ich habe einen Stärkegradienten des einschließenden Magnetfeldes, der von innen nach außen abnimmt. Und das bewirkt, dass Teilchen, die zwar um bestimmte Feldlinien herum spiralisieren, dass die so Zykloidenbahnen nach außen machen. Die werden rausgedrückt. Also, und ich kann nicht eine Ringspule konstruieren, die keinen solchen Gradienten hat. Die hat immer innen ein höheres Feld, ein B-Feld, als außen in dem kritischen Volumen. Und was man dann macht, wieder ein Trick ist, ich verwinde die Feldlinien, sodass Teilchen, die jetzt also langsam nach außen spiralisieren, also zum schwächeren Magnetfeld hingetrieben werden, die folgen aber immer noch hauptsächlich ihrer Feldlinie, dann in so einer spiralisierenden Feldlinienbahn dann doch wieder nach innen kommen. Also da kommen jetzt Feinheiten des Designs des Magnetfeldes. Und dieses also Problem radialer Feldgradient, Verwindung der Feldlinien, wird über zwei verschiedene Prinzipien realisiert. Das eine ist der Tokamak und das andere ist der Stellarator. Und der Stellarator, der ist viel schwieriger zu realisieren, von den Berechnungen her erfordert also sehr viel Theorie. Und deswegen wird das im Max-Planck-Institut in Greifswald gemacht, weil das ist nämlich wirklich sehr anspruchsvoll, die Spulenform zu berechnen.
Ja, hier haben wir das also nochmal. Ich muss mal ein bisschen schneller machen. Ich will diese Fusion unbedingt heute abschließen. Es wird wohl auf Überziehen hinauslaufen. Also hier haben wir die Verbindung. Wir folgen mal einer Feldlinie, die ist hier oben in der Mitte und knickt hier jetzt ein auf den Innenbereich. Das heißt, die Feldlinien sind so verwunden und Teilchen, die jetzt beim Spiralisieren langsam nach außen spiralisieren, kommen dann wieder nach innen, sodass diese Drift nach außen kompensiert wird durch dieses Verwinden. Und dieses Verwinden kann man jetzt auch mit zwei verschiedenen Prinzipien, Tokamak und Stellarator, realisieren. Und der Stellarator ist in der Lage, einen kontinuierlichen Prinzip zu Betrieb zu erlauben. Das ist jetzt erstmal das Tokamak-Prinzip, das ist der ITER. Das ist ein großer Transformator. Wir haben eine Primärspule und wir haben eine Sekundärspule. Und da gibt es dann noch zusätzliche Wicklungen um die Sekundärspule. Das sind die großen Elemente hier. Das sind supraleitende Spulen beim ITER. Die werden wir gleich in dem Film sehen. Die sind riesig. Also ein Mensch wäre dann nur so groß. Und um die Verbindung zu machen, habe ich dann noch äußere Korrekturspulen. Aber dieses ganze Ding ist ein Transformator. Und ein Transformator geht ja nur mit Wechselstrom. Das heißt, hier in der Primärspule wird langsam über Sekunden ein Strom hochgefahren. Und der induziert dann in das Plasma so einen Sekundärstrom. Und diese Spulen, die haben allerdings extra einen Antrieb, das sind supraleitende Spulen. Also die primäre Heizung hier, die Sekundärwicklung ist das Plasma selber, das ist hier dieser, der macht auch die Verbindung. Das ist die Sekundärspule, ist das Plasma selber, da fließt ein Strom durch und zusammen mit den großen Hauptmagnetfeldspulen gibt es diese Verbindung. Aber der geht nur gepulst, weil es ein Transformator ist. Allerdings kann man den, also ein Puls kann dann durchaus viele Sekunden lang sein. Ich weiß nicht genau, wie lang, das steht, glaube ich, irgendwo. Das ist der ITER. Und dann eben in Greifswald, da haben wir den Stellarator. Da sind die Spulen so komplex geformt, dass sie die Verbindung machen und der ist eben zum kontinuierlichen Betrieb geeignet. Da brauche ich nicht einen induzierten Strom in das Plasma und deswegen eben kein Transformatorprinzip. Also Tokamak ist Transformator, Stellarator ist eigentlich eine Ringspule mit komplizierten Windungsformen. Und das wurde dann im Rechner, der Stellarator ist also attraktiv, weil das ein kontinuierliches Magnetfeld ist, wurde berechnet und dann sieht das so aus. Ne? Da hat also so ein Großcomputer länger gerechnet, um ein Magnetfeld zu erzeugen, was im Prinzip eine Ringspule ist, aber diese Verwindung hier gleichzeitig mitliefert. Und das wirkliche Objekt, ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit ich mal fertig werde mit der Fusion, das wirkliche Objekt hier, das ist dieses Ding. So sieht also ein kleines Spulenelement in Greifswald, das ist also eine deutsche Entwicklung, also so ein Ding hier, ein Element von der Ringspule aus mehreren, ja man sieht, das sind mehrere Spulen hier bei der Montage, da sieht man das, wie komplex dieses Teil aussieht, also supraleitende Spulen sind das und das wurde eben inzwischen zusammengebaut. Ja, jetzt kommt nochmal eine Folie hier auch von Herrn Drevlak, hier wird nochmal näher erklärt, also jetzt für den Stellarator in Greifswald. Deuterium gibt es ja haufenweise im Meerwasser, 0,15 Promille, ist aber genug. Dann haben wir hier Tritium, was aus Lithium erbrütet wird. Da gibt es noch ein paar Daten über das Tritium, 12 Jahre Halbwertszeit. Lithium gibt es nicht ganz so viel, ist ein bisschen schwierig. Und Asche ist das Helium und Energie ist ein Haufen und das ist die Reaktion hier. Also Deuterium, Tritium zu Helium plus Neutron und Neutron plus Lithium gibt Helium 4 plus Tritium in der Außenwandung des Reaktors mit den Neutronen, die da rausschießen. Ja, und so sieht der Stellarator, ja, Stellar, das ist irgendwas Stellares, ne, Sterne, in Greifswald aus während der Montage. Und ich habe ihn selber mal gesehen, ich war da mal zum Vortrag eingeladen, da konnte ich das Ding sehen, das sah ungefähr so aus, ist schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich ist er jetzt wirklich fertig verdrahtet. Aber man konnte da sozusagen die äußere Stahlhülle des Vakuumgefäßes sehen und da drin sind dann diese Spulen. Und ich habe einen Film, ich habe einen Film, der den Zusammenbau zeigt und den starte ich jetzt hier mal. Das ist also die Montage von Wendelstein 7X. Thank you.
Ja, das war also mein kleiner Film über den Zusammenbau des Stellarators Wendelstein in Greifswald. Jetzt kurz was, über den ITER. Es ist das große internationale Projekt zur Bau eines Tokamak-Reaktors, der tatsächlich ordentlich Fusionsleistung erbringen sollte, wenn er dann mal fertig ist. Und das ist angepeilt für das Jahr, ich glaube, 2025. Also hier gibt es so einen Endbericht über die Planung 2001, Standort in Cadarache, das ist in Südfrankreich, da kann man auch hinfahren, da sieht man also die Baustelle, die inzwischen steht da eine ganze Menge Sachen zum Angucken. Baubeginn 2009, erstes Plasma 2022. Das wäre nächstes Jahr. Also das weiß ich nicht, ob die das schaffen. Also eventuell ist es eher 2025. ITER soll die wissenschaftliche und technologische Machbarkeit der Fusion demonstrieren. Hier sind so ein paar Daten. Radius der Spulen ist gewaltig und so weiter. Was haben wir denn für ein Magnetfeld? Das steht da nicht. Die Fusionsleistung ist ein halbes Gigawatt. Das ist natürlich eine Menge. Und die Kosten sind damals gewesen 15 Milliarden Euro. Aber typischerweise werden diese Kosten ja immer gerne übertroffen. Wo sie heute stehen, das weiß ich nicht so ganz genau, aber es ist ein Haufen. Wir haben hier die Baustelle, das ist von 2018, ein Wikipedia-Bild, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Wir sehen hier die verschiedenen Gebäude, interessant hier auch diese ganzen Hochspannungs-, das ist eine riesen Umspannungsstation, da sind auch jede Menge riesige Transformatoren, werden wir gleich im Film vielleicht noch ein bisschen näher sehen. Das ist aber nicht Strom, den der ITER produziert, sondern Strom, den der ITER verbraucht, damit er überhaupt mal anspringt. Da brauche ich also hier diese riesigen Hochspannungsleitungen und die Umspannung und dann hier eine ganze Menge Gebäude und hier in der Mitte das runde Ding, das ist dann der Standort des eigentlichen Fusionsreaktors. Der wird dann so eine, auch so eine große, hohe, runde Kuppel sein. Das ist der Standort. Hier haben wir ein sehr schönes Bild, finde ich sehr beeindruckend, von dem eigentlichen Fusionsgefäß Tokamak. Ich hatte ja gesagt, das sind diese großen Spulen. Hier diese Spule ringförmig angeordnet und hier in der Mitte ist die Primärspule, die den Ringstrom im Plasma, den ich brauche für die Verdrillung der Magnetfeldlinien, dann induziert. Und wir haben hier winzig klein, hier, da sieht man das, hat jemand eine Person reingemalt. Sieht ein bisschen aus wie ein Roboter, ist also nur eine künstliche Person hier in diesem ganzen künstlichen Bild. Aber hier sehen wir also, wie dieses Ding aussehen soll in der Zukunft, wenn es dann fertig ist. Und die bauen da allen Ernstes dran. Also das wird tatsächlich nächstes oder übernächstes Jahr dann so aussehen. Sehr beeindruckend. Ein Riesenbiest. Und ich sagte ja schon, um diese hohen Temperaturen auf der Erde zu realisieren, ohne schwarze Löcher und ähnliches, da gibt es nur den Weg nach oben, also groß, größer und noch größer. Und das ist ja eigentlich sehr viel peripheres Zeug hier. Das eigentliche Magnetfeld ist ja eigentlich immer noch nicht so groß. Ja, das ist also der ITER. Und wir haben da diesen Film und den Film werde ich jetzt mal anwerfen und der dauert 8 Minuten, aber das zählt nicht als Vorlesungszeit. Man kann ja vorspulen. Es ist ein Film, den ich zusammengeschnitten habe aus einem Werbefilm oder Informationsfilm von der ITER-Kollaboration, eine internationale Gemeinschaft ist das, die daran arbeitet und habe die ein paar wesentliche Stellen, mir wesentlich erscheinende Stellen zusammengeschnitten. Und das starte ich jetzt mal einfach. Hello. Normally at this point, me and my colleagues, we would take you on a tour here at ITER for you to see the latest progress of this amazing project. But you can tell by my mask that the circumstances are slightly different this year. Just to show my face so you know who is talking to you, my name is Kirsten Haupt. I work here at ITER for the communication section and I'm going to take you on a virtual tour. So what we'll do is we'll go on the worksite. I will meet some of my colleagues, the experts, here on site, who will tell us more about all the different facets of the project. So come along with me and we are taking you on a tour. Can you hear that noise in the air, that hum in the air that's coming from the electricity around me here? I am at the big electrical switch out of ITER. This is where we are going to get the electricity from for ITER. This is how we're going to feed the beast. All these components are provided in kind by the different domestic agencies, in particular the pulse electrical distribution, this substation. All the components are coming from China, different to the steady state electrical substation where this part was delivered by USDA.
Hello, my name is Federico Fortunato. I'm working in FADE division as responsible of installation of the AC-DC converter and DC bus bar in this building and in the twin building on the other side. So here we are in building 33 and the twin is 32, where are installed all the AC-DC converter and the big DC bus bar to feed the superconductive magnets. Here you can see the DC bus bar supplied by Russian DA that feed the superconductive magnets in the tokamak. These bus bars are sized to carry a very high current, up to 70 kiloamperes. So here you can see the bus bar that start from the DC converter, the AC-DC converter, and arrive up to the tokamak. My name is Pierre Gavouillard-Lasserre. So I am here Deputy Project Manager for the PF Coil, and I am pleased to present you the PF building. So this is a very special facility which has been built on the ITER site especially to manufacture this giant coil. And we are following different manufacturing steps from winding of the superconducting cable up to the final assembly of the coil. To lift it now? Yes. And then moving to the frame, right? Yes, there. They are finalizing the preparation for the lifting. And today, this coil should move to the end of our building and leave the building this week, yes. I'm so excited. We started when? In 2017? Yes, 2017. And now, here it is. Yes. Incredible. Completed. Very nice. Our very first coil. My name is Chandramouli Rotti. I'm the section leader for neutral beams at ITER. I would say that ITER neutral beams project is a large project within ITER project. And the partners here are Europe, India, and Japan, and the consortium RFX, the host for the neutral beam test facility. Now I'm going to describe what we are doing here in ITER. You could see here the openings. These openings are basically for the accommodating the transmission lines for the power supplies, and the power supplies will come around in this area for this. And behind this wall, we will have the ITER neutral beam injectors built. And this power will be transmitted from these power supplies to ITER through this transmission line through this wall. ITER neutral beam uses the negative beam technology. The negative beam technology has already been used earlier, but for ITER purpose, we need a large beam source, which has not been built earlier. And this has to be built first and then tested. And for the purpose, we have a neutral beam test facility at Consorcio RFX Padua, and at NBTF facility Padua, we will build the neutral beam of the ITER size and test it for its purpose. And then we will translate this technology to ITER to build ITER neutral beams. Hey, welcome here in front of the cryo plant. My name is David Griot. I'm heading the cryogenic team and working for ITER organization. Since 3 years from now, we are constructing this plant that will serve and provide the coolants to our main internal clients, which are the cryogenic pumping system of the ITER tokamak, the superconducting magnets, as well as the thermal shield systems. I'm Chang-ho Choi, sector module and the delivery assembly division header. And behind of me, you can see the one major sub-assembly tool of the sector thermal shield and the two tier coil assembled by this sub-assembly tool. And you can see the vacuum vessel is here and the thermal shield is ready to sub-assembled. It will be done in next weeks. And all of them are delivered from the Korea and now ready for sub-assembling for each of them. And after this sub-assembly, with the vacuum vessel and the thermal shield, we'll sub-assemble with the two TF coils. One TF coil is ready for sub-assembly in the outside of this building. And the other one is soon will come here. And after that,
All sub-assembly will be completed in September and going to the pit in the September. That's the current plan, and mostly we can achieve it. Let me introduce the vacuum vessel. The vacuum vessel is height is around 13 meter, width is around 7 meter, another toroidal width is 7 meter as well, and total weight is 400 tons. My name is Jens Reich, and I'm so division head of X-Vessel Delivery and Assembly. Sounds complicated, it's not so complicated. It's called EVDA, and it's one of the both divisions which are in charge of this assembly of the tokamak machine. What we have seen today is the lifting of the PF6 coil. It's a fusion for energy delivery to I.O. It's a PF6 coil, the first superconducting magnet coil, which is coming into the pit on temporary supports. And it was just lifted down. And as you can see here, it's not finally landed on the temporary supports. There's few minutes necessary to have the final assessment from metrology until it is landed. So finally on the supports, and then of course served and preserved until the next components are coming into the pit. So it's of course a major achievement again this day. What I said, it's the first superconducting magnet coil in the pit, but it's not the first major component. So we have of course the pit filled already with the cryostat base, the cryostat cylinder, and the thermal shield cylinders. And this is today the fourth major lifting the TAC-1 contractor is conducting for us, with us together. And it's of course a major achievement. And so we are very proud of that, of course, together. So to have this achieved again in tight tolerances, in time, of course, and of course in the precision which is necessary. According to the precision of the positioning of this coil, it is to be mentioned that we have flexible supports. So underneath, these are temporary supports which were tested beforehand, and they have an alignment capacity in ranges of plus minus 40 millimeters in X and Y, and in Z as well, in the height as well. And with that, it is allowing us to drive these temporary supports into this position which is needed to meet exactly the position of the PF coil. Ja, das war also mein kleiner Filmzusammenschnitt aus dem etwas längeren Beschreibungsfilm oder Rundgang durch diesen in Bau befindlichen Fusionsreaktor aus der internationalen Gemeinschaft. Und ich glaube, der Film stammt aus dem Jahr 2020. Zumindest hatten alle diese Gesichtsmasken auf. Ja, das sind die Herausforderungen hier. Also die Abschlussfolie, die stammt auch von meinem Gast vom IPP-Institut, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Tokamak-Stellaratoren und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge technische Herausforderungen. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, weil ich glaube, wenn sich jemand für Fusion speziell interessiert, dann kann er sich näher damit beschäftigen. Man sieht ja hier den Text und den Film kann man anhalten, um das in Ruhe zu lesen. Ich will es aber nicht vorlesen. Was ich allerdings von Freunden, die durchaus jetzt dem nicht so kritisch gegenüberstehen, so einer Kerntechnik, die eben gewaltige Energiemengen freisetzen könnte, aber eben sehr teuer auch ist, was sie als Hauptpunkt sehen, ist die Neutronenbelastung. Da kommen also Neutronen aus dem Fusionsplasma rausgeschossen und die machen Materialien spröde. Sie aktivieren Materialien, die werden also radioaktiv, und deswegen ist das Problem der Wandung dieses Reaktors, das ist ein sehr großes Problem. Allerdings gibt es Erfahrungen aus den normalen Kernreaktoren, da haben wir ja auch riesige Neutronenströme, das ist ja genau die Kettenreaktion, da ist Neutronen, da weiß man ja immer so ein bisschen, wie man mit Materialien unter der Belastung mit sehr hohen Neutronenströmen, wie man damit umgeht. Aber bei einem Tokamak oder beim Stellarator, also in der Fusion, da sind die Randbedingungen doch noch ein bisschen anders, weil das Gas muss außerdem auch noch sehr, sehr sauber sein. Es muss ultra höchst Vakuumbedingungen erfüllen. Ja, und zum Schluss hier meine letzte Folie zur Fusion. Also man kann da noch eine ganze Weile drüber reden, weil es auch aus der Sicht der Physik sehr interessant ist.
ist, was man sich ja in einem bestimmten kulturellen Umfeld oder in einem bestimmten Denkumfeld einer bestimmten Zeit, dem Zeitgeist, immer nicht vorstellen kann, ist, dass es ja neue Erfindungen gibt, die vielleicht alles umkrempeln. Da passiert dann was ganz Neues. Und eine Sache, an der ich selber also gerne forschen würde oder auch, ja, also man kann daran forschen, wir haben sogar mal daran geforscht, aber man müsste damit viel mehr Power dran forschen, sind Hochtemperatur-Supraleiter bzw. Raumtemperatur-Supraleiter. Das hier ist ein Stück aus einem Hochtemperatur-Supraleiter, ist ein Material, was bei Raumtemperatur, nein, bei Stickstofftemperatur mit Flüssigstickstoff, also nicht am absoluten Nullpunkt, sondern so bei 100 Grad Kelvin, da ist das Material schon supraleitend, das heißt Ströme, die darin fließen, die klingen nicht ab, es hat keinen ohmschen Widerstand und das bedeutet, es schwebt in einem Magnetfeld und dieses Schweben können wir hier sehen. Also das ist was Besonderes. Allerdings die normalen Supraleiter, Hochtemperatur-Supraleiter, die heute auch kommerziell verfügbar sind, die benötigen immer noch eine Flüssigstickstoffkühlung. Und ich glaube, der ITER nutzt zwar supraleitende Spulen, aber das sind noch konventionelle Supraleiter. Also soweit ich weiß, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die brauchen dann diese Flüssig-Helium-Kühlung. Das heißt, die Kühlung, das haben wir auch in dem Film gesehen, ist ja für sich alleine genommen. Oder habe ich das rausgeschnitten? Also die Kühlung von diesen Spulen, die supraleitenden Spulen, ist schon ein Riesen-Business, eine riesige technologische Herausforderung, weil die Supraleiter eben dann sehr, sehr tiefe Temperaturen brauchen, damit sie supraleitend sind. Und natürlich könnte man vorschreiben, eine einzige heute denkbare Energiequelle, um die Sterne zu erreichen, ist die Fusion. Also wenn wir sagen, wir machen nur noch mit Wind und Solarenergie, dann heißt das auch, dass wir niemals die Sterne erreichen werden. Gut, entscheidend ist die gravimetrische Energiedichte. Also mit dem Fusionsreaktor kann man einiges tun. Mit heutiger Technologie müssen Fusionskraftwerke sehr groß sein. Aber wenn man viel stärkere Magnetspulen hätte, die keine solche Kühlung bräuchten, da könnte man sich auch einen kleineren Fusionsreaktor vorstellen, wenn man zum Beispiel ein Magnetfeld von 100 Tesla realisieren könnte. Allerdings hätte man gewaltige mechanische Kräfte auf die Spulen. Das ist dann wieder ein Problem. Aber zunächst mal, das erste Problem wäre einfach mal höhere Magnetfeldstärken zu erreichen. Denn es gibt kritische Magnetfeldstärken, oberhalb denen die Supraleitung zusammenbricht. Und das begrenzt heute einfach, und auch Stromdichten übrigens, das begrenzt heute die Feldstärke, die wir mit den ITER-Magnetfeldspulen erreichen können. Wenn man aber neue Materialien fände, die vielleicht sogar bei Raumtemperatur ohne Kühlung supraleitend sind, dann würde das sehr viele neue technologische Perspektiven auch für die Fusion eröffnen. Und da möchte ich auf zwei Publikationen hier in Nature hinweisen. Die sind, ja, wie alt ist da das Jahr angegeben? Ja, 2015 hat man einen neuen supraleitenden Stoff oder sagen wir das Phänomen der Supraleitung bei minus 70 Grad Celsius gefunden bei H2S. Das ist dieses Gas, Schwefelwasserstoff, was so fürchterlich stinkt, aber bei 10 hoch 6 Bar und minus 70 Grad Celsius ist dann also ein Festkörper und das zeigt das Phänomen der Supraleitung bei der höchstmöglichen Temperatur. Das war Rekordhalter 2015 und heute hat man ein anderes Gas, also was bei Normalbedingungen gasförmig ist, H2S, SXCY, also ist dasselbe Prinzip, aber da sind wir auf Raumtemperatur gekommen. Also allerdings bei einem Druck von 10 hoch 6 Bar. Also wenn man ein Material extrem verdichtet, einen Festkörper, dann kriegt man diese Sprungtemperatur beim Supraleiter nach oben. Interessante Physik, dieser Zusammenhang zwischen Temperatur und dem Phänomen der Supraleitung. Es gibt also unter zugegeben sehr exotischen Bedingungen supraleitende Materialien bei Raumtemperatur. Und jetzt müsste man das nur noch so hinkriegen, dass man da nicht 1 Million Bar braucht, sondern irgendwie was Vernünftiges. Und vor allen Dingen muss man das Phänomen erstmal verstehen. Aber wenn wir Supraleiter hätten, die bei Raumtemperatur jede Menge Ampere vertragen, dann wäre es schon mal sehr viel einfacher, ein Magnetfeld für den Einschluss des Fusionsplasmas zu bekommen. Und plötzlich wird der Reaktor eventuell kleiner. Man hat natürlich immer noch das Problem mit der Abstrahlung nach außen und so weiter. Aber jedenfalls technologische Innovationen könnten da die Probleme bei so einem Fusionsreaktor erheblich verändern. Na gut, das ist also interessante Physik im Umfeld einer solchen technologischen Herausforderung, das Sonnenfeuer selber,
auf die Erde herunterzuholen. Das war's für heute. Also ein Teil über neue Ideen in der Kernspaltung und die ewige Verwirklichung einer schon sehr alten Idee, nämlich der Fusion. Aber heute mit einem gewaltigen Anlauf, also wirklich ein Riesenanlauf der internationalen Gemeinschaft, einen solchen großen Fusionsreaktor in Südfrankreich zu bauen. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.